allemal gerechtfertigt, das kann ich mir schon voraussagen. Warum? Wir haben heute einen Gast, der schon zweimal bei uns gesprochen hat, der so mitweisend fulminant und analytisch scharfsinnig referieren kann, wie kaum jemand von uns bisher. Es handelt sich um unseren geschätzten Ehrengast, kann ich fast schon sagen, die Geschichte, Oberstaatsanwalt Dr. Hans-Jürgen Grasenbach. Ich darf ein paar Worte sagen zu seiner Person, zu seiner Persönlichkeit. Herr Grasemann ist 1946 geboren in Hannover, gebürtiger Hannoveraner. Herr Grasemann ist tätig, wie Sie schon aus der Ankündigung entnehmen konnten, als Oberstaatsanwalt in Braunschweig. Er hat studiert klarerweise Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen. Er hat 1972 unter anderem in Göttingen promoviert. Das Promotionsthema: das Blocksystem und die nationale Front. Also es geht um die Geschichte der DDR, konkret um das Verfassungsrecht der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik. Vor seiner Promotion, nach seinem Studium der Rechtswissenschaft, mal im Kontext, kam schon einmal des Studiums das erste Staatsexamen am Oberlandesgericht in Celle. In den Jahren 1970 bis 1975 war Dr. Grasemann wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Ostakademie in Lüneburg, zuständig für das Referat DDR und innerdeutsche Beziehungen. Die Promotion habe ich schon erwähnt, 1973. Er war dann in den Jahren, Mitte der 70er Jahre, 1976, 1977 Richter am Landgericht Braunschweig und 1978 Staatsanwalt in Braunschweig. Was für uns sehr relevant war und nach wie vor auch ein Grund ist, warum Herr Oberstaatsanwalt Dr. Grasemann immer wieder gefragt ist und wird. Er war von 1988 bis 1994 stellvertretender Leiter und Sprecher der zentralen Erfassungsstelle in Salzgitter. Als solcher auch Pressesprecher dann der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig. Er hat hier also vor allen Dingen im Rahmen dieser Tätigkeit eine Stelle miterleben können, die auf Initiative, auf Anregung des ehemaligen regierenden Bürgermeisters von Berlin, Willy Brandt, unmittelbar nach dem Mauerbau, so im Kontext des Sommers 1961, geschaffen wurde, eine Dienststelle, die Unrechtshandlungen, Menschenrechtsverletzungen an der innerdeutschen Grenze, an der sogenannten Demarkationslinie, also Verbrechen des SED-Regimes, dokumentiert hat. Er hat ausgehend von dieser Beschäftigung eine Fülle von Publikationen, Artikeln, Stellungnahmen, Interview, gerade eben wieder für Radio Turm Kuhle eingehend diese Konstellation, diese Erfahrungen verarbeitet, auch entsprechend vermittelt. Herr Grasemann ist seit 1994 auch Abteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft in Braunschweig gewesen, Vorsitzender von diversen Prüfungsausschüssen, unter anderem im Niedersächsischen Landesjustizprüfungsamt für das zweite Staatsexamen. Er ist in vielen Vereinen aktiv. Ich erwähne unter anderem als Vorsitzender des Trägervereins Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V., Heimvolkshochschule, seit 2007 auch im Vorstand des Zentralverbandes demokratischer Widerstandskämpfer und verfolgten Organisationen. Ich wiederhole nochmal, der Zentralverband demokratischer Widerstandskämpfer und verfolgten Organisationen, ZDWV. Ich möchte unbedingt hervorheben, dass Herr Grasemann eine Fülle von Einschätzungen, Analysen, Artikeln, Stellungnahmen geleistet hat zu diesem Themenkomplex deutsche Diktaturen, dazu gehört auch die SED-Diktatur, hat sich beschäftigt mit Persönlichkeiten des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Herr Grasemann hat sich auch in der Diskussion um die Frage, war die DDR ein Unrechtsstaat oder nicht, ist das ein politischer Begriff, ein Kampfbegriff oder ist es auch ein Begriff, den wir wertfrei als wissenschaftlichen Begriff verwenden können, eingebracht. Er ist auch ein Mann, der Position bezieht, der über seine Amtstätigkeit hinaus in die Öffentlichkeit wirkt. Ich habe schon auf die Funktion hingewiesen, auf das Engagement. Er ist häufiger Gast, Redner, Dozent, Referent im Zusammenhang mit Bildungseinrichtungen, Erwachsenenbildung, Universitäten. Ich möchte darauf hinweisen, dass er häufiges Gastdozent auch an der Akademie für politische Bildung in Tutzing tätig ist. Auf Wunsch von Frau Annemarie Renger wurde er dort auch Vorstandsmitglied und zuletzt wurde er auch als Nachfolger von Frau Annemarie Renger dort zum Vorsitzenden des ZDWV gewählt. Ich
möchte Ihnen sagen, wir haben es mit einem Mann zu tun, der seine Funktion, seine Aufgabe sehr ernst nimmt, verantwortungsvoll ist und sich auch nicht scheut, von einer breiteren Öffentlichkeit, von einer interessierten akademischen Hochschulöffentlichkeit auch Position zu beziehen und zu einer Weiterbildung, seiner Aufklärung beizutragen. Wir danken Ihnen nicht nur einen Vortrag zum Thema innerdeutsche Grenze, zentrale Erfassungsstelle Salzgitter. Wir haben unlängst in einem Band Grenzen in Europa, den ich mit Herrn Kuttler gemeinsam herausgeben durfte, auch mit ihm ein Interview führen können zum Thema zentrale Erfassungsstelle Salzgitter, Grenze in Deutschland, Grenze in Europa. Ich bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, auch wieder Herrn Grasemann zu gewinnen. Gleich einmal im Anschluss am Vortrag, an den Vortrag im vorvergangenen Semester, haben wir im Grunde beim Rausgehen aus den World Industry und Handelskammer darüber gesprochen, ob wir nicht eine Neuauflage eines seiner Vortragsthemen erleben können. Und spontane Zusage gerne. Ich sollte einmal auch über das Thema politischer Extremismus sprechen, politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Zu diesem Thema, zu diesem Anlass haben wir Herrn Dr. Grasemann geladen. Wir sind glücklich und dankbar, dass Sie wieder gekommen sind. Ich freue mich und ich denke, wir werden einen interessanten und spannenden Abend haben. Bitte schön. Nachzukommen und ja, sozusagen dem Bild zu entsprechen, das hier von mir gerade entworfen worden ist. Weil gerade Tutzing angesprochen worden ist, die Akademie für politische Bildung am Starnberger See, direkt gelegen. Ich kam gestern Abend erst von Tutzing. Wir hatten dort ein Wochenendseminar und dann auch eine Abschlussdiskussion. Und der absolute Höhepunkt war ganz zum Schluss ein Vortrag von Rainer Kunze, dem Lyriker, dessen kleines Büchlein im Fischer Verlag, Deckname Lyrik, ein großer Teil seiner Stasi-Unterlagen, den er dort wiedergibt, kann ich nur ans Herz legen. Die wunderbaren Jahre der Löwe Leopold, das kennen vielleicht einige, hat einen unglaublichen Vortrag gehalten. Also es gab stehende Ovationen. Es war wirklich ein echtes Highlight. Also frisch aus Tutzing gekommen, heute im normalen Alltag der Akten angekommen. Eine Kollegin aus der Abteilung ist auch noch krank geworden. Morgen hat sie Sitzung, mehrtägige, aber Gott sei Dank haben wir noch eine Kollegin in der Abteilung, die das überleben kann und sie nicht dafür machen müssen. Also, ich kann jetzt völlig unbefangen hier einige Dinge zu Ihnen sagen über politischen Extremismus. Wir haben uns verständigt, dass es so, jetzt haben wir halt Sie, auf keinen Fall länger als eine Stunde sein soll. Also eher vielleicht ein bisschen kürzer, damit die Dinge, die Sie interessieren, vielleicht auch dann ausgesprochen werden, angesprochen werden und diskutiert werden. Ja, womit fangen wir an? Ich fange mal einfach an mit einem mir wichtigen Satz. Demokratie braucht Demokraten. Das ist das eine. Im Grunde etwas Selbstverständliches. Aber Demokratie braucht nicht nur Demokraten, Demokratie braucht auch Erinnerung. Nämlich Erinnerung an das, was mal gewesen ist, bevor es die Demokratie gegeben hat. Und jeder weiß, was man meint. Nämlich, es ist die Zeit des Nationalsozialismus, es ist aber auch natürlich die Zeit der DDR, sprich der SED-Herrschaft. Und ich denke, es gibt eine klare Aussage, die man auch treffen muss. Wenn man nicht rechtzeitig sensibilisiert ist für das, was sich entwickeln könnte, dann kann es eines Tages zu spät sein. Und wenn es zu spät ist und sich erstmal ein diktatorisches Regime gebildet hat, erneut, dann ist es ganz schwer, es loszuwerden. Ist es dann irgendwann mal implodiert, die Mauer ist ja von innen aufgedrückt worden, ist gerade die Tage wieder gesagt worden, zu Recht, sie ist nicht geöffnet worden, sie ist von innen sozusagen nach außen gedrückt worden, von dem Volk der DDR, wie man sich immer so gedacht hatte, obwohl es das Volk der DDR gar nicht gegeben hat. Also wenn eine Diktatur erst wieder entsteht, ist es zu spät, sie loszuwerden. Denn man kann sie nur von innen loswerden und da haben wir ja gemerkt, wie lange das dauert, bis man die DDR mit ihrem Regime losgeworden ist. Bei dem Nationalsozialismus war das anders. Da gab es dann mit dem Vernichtungskrieg, mit dem Angriffskrieg, mit all dem, was damit verbunden war, schließlich das Ende des Nationalsozialismus durch die Alliierten. Es hat übrigens lange gedauert, jeder wird es vielleicht noch in Erinnerung haben, die Eltern jedenfalls, bis man zu der Meinung sich durchgerungen hat insgesamt, es war doch ein Tag der Befreiung, der 8. Mai 1945, denn es hat lange Zeit gedauert, dass man eben es als Schande, als Niederlage empfunden hatte. Also wenn man heute sich nur mal überlegen würde,
Was wäre denn mit unserem Leben, wenn es weiterhin einen NS-Staat gäbe? Na dann, glaube ich, werden wir sehr schnell zum Ergebnis kommen, dass in so einem Regime, in so einem Staat niemand leben möchte. Es gibt die unausrottbaren Dinge, die man alle kennt. Das ist der Autobahnbau, das ist die Frage der Arbeitslosigkeit und die innere Sicherheit. Und ich greife nur das Letzte raus, wenn man immer diesen Satz hört, na, damals, da war man noch sicher. Und was ist heute? Da muss man einfach mal die Frage stellen, wer war denn sicher? Welche Millionen Menschen sind denn zu Tode gekommen? Wer war denn sicher in diesem Staat? Das muss man einfach mal fragen. Wir sind einfach verkürzt in unserem Denken nach dem Motto, ja, heute gehe ich ungern abends durch die Straße, es könnte ja was passieren. Natürlich kann einem was passieren. Aber es ist doch etwas anderes, wenn sozusagen einzelne Mitglieder des Volkes einem was antun, nicht? Oder wenn der Staat selber mit einem Massenmord sozusagen in die Geschichte eingeht. Das ist eben doch etwas ganz anderes. Also, politischer Extremismus, wir sind als Deutsche durchaus in zweifacher Hinsicht mit Diktaturen befasst gewesen. Leider muss man sagen, es gibt ja nicht viele Völker, die sagen können, wir waren von der einen Diktatur betroffen und waren dann auch noch von der anderen Diktatur betroffen. Die Frage ist, und deswegen nähere ich mich jetzt langsam mal dem, was in Deutschland sozusagen aktuell zu diskutieren ist. Auf was können wir kommen? Wir können kommen natürlich auf die Frage, welche Parteien sind denn überhaupt in der Vergangenheit da gewesen, die als extremistisch eingestuft worden sind. Die Antwort lautet verhältnismäßig knapp, es waren zwei politische Parteien, die jedenfalls durch das Bundesverfassungsgericht verboten worden sind. Das haben wir nun im Grundgesetz sogar stehen. Artikel 21, Freiheit der Parteiengründung. Man sagt ja immer, auch das ist ja völlig verfehlt, aber das ist nun auch sportbar, wird immer gesagt. Aber es ist doch eine zugelassene Partei. Es gibt keine zugelassene Partei. Es gibt Parteien, die sich gegründet haben. Wenn wir heute richtig Lust hätten, glaube ich aber nicht, könnten wir hier heute Abend eine Partei aus der Taufe heben. Nicht? Also da müssen wir uns natürlich einigen über ein Programm, über einen Vorstand. Ich bin gerade da, ich denke, ich mache das damit. Also, das sind so Dinge, das können wir machen. Wir sind frei in der Gründung von Parteien. Und wenn wir ein tolles Programm haben und wenn wir gute Leute haben, dann wählen uns die Leute auch. Und dann gibt man auch Wahlkampfkostenerstattung nach einem gewissen Maß an Zustimmung. Und Staatsknete nennt man das dann. Und dann werden wir noch besser dastehen anschließend. Also so ist das. Und wenn uns die Bürger nicht mehr wollen, na gut, dann gehen wir in den Orkus, dann waren wir mal da und dann sind wir eben weg, weil der Bürger uns nicht wählt. So einfach ist das mit Parteien. Und was hatten wir alle schon für Parteien in der Bundesrepublik? Die kann man gar nicht aufzählen, die irgendwann mal verschwunden sind. Übrigens die DKP, die es ja immer noch gibt, aber die keine Rolle spielt. Warum sollte sie eine Rolle spielen heute noch? Aber bei der DKP hat man früher mal gesagt, das war natürlich sehr spitzbübisch formuliert, bei den Wahlen in der Bundesrepublik bekommt die DKP immer so viele Zehntel Prozentstimmen wie der SPD in der DDR an 100% fehlen. Also das war so ein Satz, der war im Westen, ich sage mal, ohne Probleme, ohne strafrechtliche Ahndung gesagt worden, während in der DDR das schnell in die Richtung ging, na, das könnte sowas wie Staatsverleugnung sein, weil man ja im Grunde an dem kratzt, was eigentlich der Nimbus der SPD, politisch-moralische Einheit des Volkes nannte man das immer, also, wir haben viele Parteien gehabt, die sind einfach nicht mehr da, weil wir als Bürger sie nicht mehr akzeptiert haben. So. Und nun haben wir zwei Parteien, die verboten worden sind. Ich habe schon gesagt, das Grundgesetz enthält einen Artikel 21 Absatz 2, wonach eine Partei, die, und jetzt kommt der entscheidende Satz, die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Grundgesetzes, also nicht irgendeine, sondern des Grundgesetzes, beeinträchtigen will oder beseitigen will gar, ist verfassungswidrig. Sie ist verfassungswidrig. Aber es muss festgestellt werden, dass sie es ist. Und das darf niemand anders, das steht nun auch wiederum im Grundgesetz, im selben Artikel, das Bundesverfassungsgericht. So. Und wie das im Einzelnen abläuft, das steht dann wiederum im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, nicht im Grundgesetz, da stehen ja nur die Grundlinien drin, sondern dann im Bundesverfassungsgericht. Und da muss man dann mal fragen, einfach mal von der Praxis her, wer darf denn überhaupt einen Antrag auf Verbot einer extremistischen Partei stellen? Die Antwort ist, drei Verfassungsorgane. Der Bundestag, klar, das Parlament mit seiner Mehrheit, darf den Antrag stellen. Der Bundesrat darf das auch, muss dann
eine Mehrheit natürlich erstmal finden. Und dann ist es noch die Bundesregierung als Verfassungsorgan, die auch diesen Antrag in Karlsruhe stellen kann. Interessant ist, wer wäre denn noch denkbar als Verfassungsorgan, der den Antrag stellen könnte, aber nicht vorgesehen ist? Es wäre der Bundespräsident. Mal damals, als das Grundgesetz geschaffen wurde, den Bundespräsidenten aus diesem Bereich herausgeklammert. Da wir aber nun 5 Verfassungsorgane haben des Bundes, ist ja die Frage, wer ist denn das 5. Antwort? Es ist das Bundesverfassungsgericht selbst. Und das kann natürlich nicht den Antrag stellen. Ist ja klar, das wäre ein bisschen widersinnig, wenn das Gericht, das entscheidet, gleich den Antrag auch noch stellt. Das geht natürlich nicht. Alles muss schon ein Antragsteller sein, über dessen Antrag dann eine Partei XY für verfassungswidrig zu erklären, das Bundesverfassungsgericht als Bundesverfassungsorgan, oberstes Verfassungsorgan des Bundes, dann zu entscheiden hat. Wir haben 2 Beispiele. Die Sozialistische Reichspartei, die SRP, 1952 verboten, und die Kommunistische Partei Deutschlands, 1956. Interessant ist an dem Ganzen, wann ist von wem der Antrag gestellt worden? Die Antwort? 1951 ist von der damaligen Bundesregierung unter Konrad Adenauer der Antrag gestellt worden, gegen beide Parteien sie für verfassungswidrig zu erklären, also zur selben Zeit. Also man hat da nicht einäugig nur nach links außen geguckt oder nach rechts außen, sondern man hat beide Extreme zur selben Zeit im Visier gehabt, um sie aus dem parlamentarischen Rahmen sozusagen durch ein Verbot zu beseitigen. Es gab einen Unterschied allerdings in der Dauer der Prozesse. Das SRP-Verfahren, das hat etwa 10 Monate gedauert. Dann kam das Urteil, verfassungswidrig. Das KPD-Verfahren hat insgesamt 5 Jahre gedauert. Und im August 1956, das ist das Jahr, in dem ich auf die Oberschule gekommen bin in Hannover, also ein wichtiges Jahr für mich jedenfalls, 1956 im August wurde die KPD verboten durch dieses Bundesverfassungsgericht. Da muss man natürlich noch die Frage stellen, was ist denn überhaupt die Grundlage für ein Verbot? Nicht nur das Grundgesetz, sondern man muss ja überlegen, wann ist denn ein Verbot überhaupt zu rechtfertigen? Und da hat das Karlsruher Gericht in dem KPD-Verfahren Folgendes formuliert. Ich zitiere noch einen einzigen Satz daraus. Der Satz lautet, eine Partei ist, typische juristische Ausführung jetzt, eine Partei ist nicht schon dann verfassungswidrig, wenn sie die obersten Prinzipien der demokratischen oder freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht anerkennt. Also dann noch nicht. Das reicht noch nicht aus. Und jetzt kommt der zweite Satz. Es muss vielmehr eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber dieser Ordnung hinzukommen. Das ist das eigentliche Kerngeschehen für ein Verbot einer Partei. Das muss man also wissen. Natürlich gibt es auch inzwischen einige andere Formulierungen, die zulassen würden, wenn man denn auf bestimmte Art und Weise dann aber die gesamte Verfassungsordnung mit den entscheidenden Punkten abschaffen will. Nicht irgendeine Facette des Grundgesetzes, das reicht nicht aus. Wenn einer sagt, also ich bin jetzt für Enteignung oder sowas, haben wir ja schon mal gehabt, Enteignen Springer, kann ich mich noch gut daran erinnern, das ist 68, also Enteignen Springer oder was, das ist, hat mit Verfassungswidrigkeit überhaupt nichts zu tun. Das ist ganz wichtig, Artikel 5, Meinungsäußerungsfreiheit, die geht ja so weit, wie wir uns das fast gar nicht vorstellen. Wir können auch Witze erzählen, über jeden in diesem Lande können wir Witze erzählen. Ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir dafür in den Knast gesteckt werden. Das ist nun mal so. Aber in einer Diktatur Witze zu erzählen, das könnte dann doch mit einigen Jahren geahndet werden. Das will ich jetzt aber nicht vertiefen, da könnte ich aber Ihnen eine Reihe von Beispielen nennen. Also, Verbot von Parteien ist das eine. Mit dem Instrumentarium geht man um, um eine Partei zu verbieten. Nun kommt die Grundsatzfrage, vielleicht doch nochmal. Darf man denn überhaupt eine Partei verbieten, die im demokratischen Spektrum sich, naja, durch die Wähler einen Namen gemacht hat, die einfach da ist und auch gewählt wird? Und da merken wir plötzlich, das ist interessant. Das juristische Instrumentarium ist da. Muss ich denn als Verfassungsorgan, Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat, muss ich denn den Antrag stellen auf Verbot, wenn ich überzeugt bin, dass es eine verfassungswidrige Partei da ist? Antwort nein. Ich kann sehenden Auges, obwohl eine Partei aus meiner Sicht, aus meiner Wertung verfassungswidrig ist,
kann ich davon absehen, den Antrag zu stellen. Das können nämlich politische Gründe sein, dass ich den Antrag nicht stelle. Das nennt man übrigens Opportunitätsprinzip. Also kein Legalitätsprinzip wie in der Strafverfolgung. Nicht? Also Polizeibeamte und Staatsanwälte sollte man zur Strafverfolgung ja nicht tragen und nicht jagen. Nicht? Also die sollen das aber selber tun. Das ist das Legalitätsprinzip. Die Gleichheit vor dem Gesetz, auch wichtig. Nur bei Parteiverboten gilt das Opportunitätsprinzip. Das heißt nichts anderes als, ich kann davon überzeugt sein, aber ich stelle den Antrag nicht und es können politische Gründe sein. Es hat übrigens mal Gründe gegeben, die DKP, wurde immer gemunkelt, ich bin damit nicht so sicher, nicht zu verbieten, damals im Zusammenhang mit der Entspannungspolitik, wo man sagte, wenn wir die DKP verbieten könnte, dass unangenehme Begleiterscheinungen Folgen haben für die Entspannungspolitik mit der SED, wurde immer gesagt. Und dann kam sozusagen ein bisschen hilfsweise 1972 der Extremistenbeschluss für den öffentlichen Dienst mit der Überprüfung und all dem, was wir ja vielleicht noch in Erinnerung haben. Übrigens, es sind damals 0,01% als belastet eingestuft worden und da hat man irgendwann festgestellt, wenn 0,01% als in Anführungsstrichen Verfassungsfeindler herausgefunden werden, ist das Ganze nicht irgendwo ein bisschen zu viel Kanonen auf Spatzen gerichtet, wenn man eigentlich doch von der Verfassungstreue der Bürger generell ausgehen kann. Das hat lange gedauert, bis man zu dieser Überzeugung gekommen ist, aber dann haben wir es geschafft und dann war der Extremistenbeschluss sozusagen weg. Es war die Gesinnungsschnüffelei, in Anführungsstrichen, die ja ein Wort geworden ist, weg. Es war das Duckmäusertum, das auch ein Wort geworden ist, weg. Und es war das Berufsverbot, das auch ein Wort geworden ist, sozusagen international, eine Art Marke der Bundesrepublik, das war dann plötzlich weg. Also, die DKP könnte sein, dass man sie deshalb nicht verboten hat, weil man fürchtete, die Entspannungspolitik könnte Not leiden. Andererseits, die Frage ist ja weiter, wenn ich es auch politisch werte, gibt es denn irgendwo ein Muss, eine Partei zu verbieten, die extremistisch ist? Ja, wann kann ich sie denn und sollte ich sie verbieten? Wenn sie klein ist und unbedeutend und ungefährlich, dann sagt sich mancher, warum soll ich sie denn verbieten? Das ist ja wie so eine Laus im Pelz. Nicht? Also können wir zur Tagesordnung gehen, kratzen uns, aber sonst, das war's. Nicht? Interessant wird es ja, wenn eine Partei 20% der Wählerstimmen hinter sich hat. Ja, dann ist die Frage interessant. Kann man denn überhaupt noch, wenn sie verfassungswidrig ist, die Partei verbieten und das Verbot auch durchsetzen in der Bevölkerung? Darüber muss man ernsthaft nachdenken. Haben wir nie erlebt. Wir haben nämlich immer Leichname verboten. Die KPD ist verboten worden, als sie praktisch überhaupt keine Bedeutung mehr hatte. Das heißt also, die war auf Null reduziert. Die SRP im Grunde, als sie verboten wurde, genauso. Und deswegen ist immer die Frage gewesen, soll man es eigentlich machen, soll man sie sich nicht selber totlaufen lassen? Bei der NPD aktuelle Diskussion wird gestritten. Es gibt Innenminister der Bundesländer, die sagen, und es sind meistens Sozialdemokraten, wir wollen erneut ernsthaft über ein NPD-Verbot, einen Antrag in Karlsruhe nachdenken. CDU-Innenminister ja in aller Regel sagen, nein, wir meinen, wir brauchen es nicht. Die NPD ist auf dem absteigenden Ast, das will ich da noch begründen. Wir müssen das nicht tun, wir brauchen einfach nur abwarten und im Übrigen entscheidend ist doch, was wir erfahren aus dem inneren Zirkel der NPD. Und das ist genau der Streit, den wir 2000 und 2003 im Karlsruher Gericht ausgefochten haben. Vielleicht erinnern Sie sich, der Antrag auf Verbot der NPD von 2000 wurde getragen von den drei Verfassungsorganen, die ich schon genannt habe. Die Bundesregierung, der Bundestag und der Bundesrat haben gemeinsam, man nannte das die Solidarität der Demokraten. Andere haben nachher gesagt, das ist auch die Unfähigkeit der Demokraten, es durchzusetzen. Also, es war die Solidarität der Demokraten, tolles Wort, hat Schröder erfunden, aber Schröder hat ja auch ein Wort erfunden. Also, es war die Solidarität der Demokraten und man wollte Signal setzen. Und dann passiert eben der Flop, wenn man das mal so sagen darf, dass als es dann um die Zeugenladungen geht für das Verbotsverfahren, die Beweisaufnahme, es muss ja eine Beweisaufnahme auch gerade so geben, da hieß es dann plötzlich bei einigen Zeugen, das waren alles NPD-Leute, richtige NPD-Leute, die Jahrzehnte da drin waren, der braucht aber eine Aussagegenehmigung. Und da hat Karlsruhe gefragt, wieso muss ein Zeuge, der im Vorstand der NPD ist, Landesvorstand, Bundesvorstand, wieso braucht der eine Aussagegenehmigung von einem Innenministerium? Und da wurde man hellhörig. So was braucht nur entweder ein Beamter oder einer, der verpflichtet ist. Und da waren reihenweise verpflichtete V-Männer. Ich habe früher mal gesagt, naja, wenn Erich Mielke noch leben würde, der würde sagen, was waren wir für Stümper. Also, da hat doch unser einer als Staatssicherheitsministerium so viele Leute gehabt.
wie ich das mal gesagt, also wenn wir alle unsere IMs aus den Kirchenkreisen ausziehen, brechen die alle zusammen. Das ist natürlich übertrieben gewesen, das wollte er mal so mal sagen, aber nicht mehr. Bei den V-Leuten war es so, kann man alles nachlesen, dass in den Landesvorständen der NPD und im Bundesvorstand zusammengenommen rund 230 waren es mindestens 30, die drin waren. Und überlege mal, was das heißt. Überall in den Gremien waren V-Leute, V-Frauen, V-Männer, also angeheuerte NPD-Mitglieder, die gegen Geld zum Teil. Einer hat es 30 Jahre lang gemacht, der war einer der frenetischen Einpeitscher in Nordrhein-Westfalen. Ja, der war aber erst auch auf NPD überzeugt, das ist es ja, aber hat sich gleichzeitig zur Verfügung gestellt für den Verfassungsschutz, um aus dem internsten Zirkel zu berichten. Das sind so Dinge, die haben natürlich nicht dazu beigetragen, dass in der NPD, also ich sage mal, eine fröhliche Stimmung aufkam, weil man dann plötzlich merkte, da sind ja richtige Verräter unter uns. Und das waren nicht ganz wenige. Und deswegen hat Karlsruhe die Notbremse gezogen, hat gesagt, wir können nicht unterscheiden zwischen Aussage eines NPD-Mannes, im Original sozusagen, und eines V-Mannes, der ja auch NPD-Mann ist. Worauf sollen wir unsere Überzeugung der Verfassungswidrigkeit begründen? Und dann kam die Einstellung des Verfahrens. Ja, und dann hat das Karlsruher Gericht, ich habe das Urteil dabei, gesagt, beim nächsten Mal, also beim nächsten Antrag, müssen rechtzeitig alle V-Leute aus der NPD herausgezogen werden. Es gibt eine Staatsferne, nennt man das übrigens in Karlsruhe, eine Staatsferne von Parteien. Das halten nicht alle Parteien immer ein, das wissen wir. Die meisten Parteien haben keine Staatsferne, sondern sie sind dem Staat sehr nah. Nicht? Also braucht man nur mal in die Landesregierung gucken, das ist natürlich klar. Aber es darf nicht sein, dass V-Leute sozusagen da erneut an drin sind. Die Frage ist jetzt für den Innenminister, XY. Verzichte ich jetzt auf die Kenntnis aus dem internen Zirkel, wo ich eine Menge erfahre? Oder ich bin am Ende politisch blind, ich bin dumm, ich weiß gar nichts. Nicht? Jedenfalls nicht viel. Und ansonsten machen wir ein Verbot. Ja, und dann haben wir ein Verbot. Ja, von wem? Jetzt muss man die Frage stellen, von wem hätten wir denn ein Verbot zu erwarten? Von einer NPD, die 7.100 oder 7.200 Mitglieder hat. Die meisten sind in Sachsen. Berührt aus Niedersachsen nicht so stark, aber die meisten sind in Sachsen. Sie hatte schon mal, muss man denken, vor 40 Jahren, als es noch die alte Bundesrepublik gab, ungefähr 25.000. Und sie war in einer Reihe von Landtagen drin, auch in einem hannoverschen Landtag, waren nicht ganz wenige NPD-Abgeordnete, bevor es dann 69 nicht funktionierte und sie so gerade so eben an der 5%-Klausel vorbeischrammte und nicht in den Bundestag kam. Und dann war im Grunde der Weg nach unten vorgezeichnet. Sie hatte zeitweilig 3.000 Mitglieder, hat sich ein bisschen berappelt, inzwischen auf 7.000, aber da steht sie seit Jahren. Sie steht seit Jahren inzwischen bei etwa 7.000. Da bewegt sich nichts mehr. Und das nächste ist ja die Frage der Akzeptanz in der Bürgerschaft. Na, die Bundestagswahlen der letzten zwei, da haben wir 1,8% bei den Bundestagswahlen gehabt. Bei der Europawahl ähnlich. Und in Sachsen, wo sie mal 9,1 zuletzt hatte, hat sie jetzt 6,8%. Und ein bisschen. Das heißt also, sie hat arg federn lassen müssen. In Thüringen ist sie gar nicht in den Landtag gekommen vor einiger Zeit. Sie ist noch in Mecklenburg-Vorpommern, aber die haben 2006 gewählt. Also bei der nächsten Wahl in Mecklenburg-Vorpommern wird man sehen, ob die NPD da dann wieder reinkommt. Das kann ich nicht beurteilen, aber es deutet sich eher an, dass sie auch da erheblich federn lassen muss. Ja, die NPD ist nicht die Gefahr für Deutschland. Das kann man weiß Gott sagen. Ich glaube, da würde man ihr zu viel Ehre antun, wenn man sie als Gefahr, als Partei sozusagen nehme. Also wenn ich Rechtsextremist wäre, ich würde jeden Tag verzweifeln am deutschen Volk, nämlich, dass im Grunde die Bewegung nirgendwo sich abzeichnet. Nirgendwo mal einen Marsch auf die Feldherrenhalle oder irgend sowas. Also das zeigen sie gerne nicht an. Und wenn sie dann mit 800 Leuten jetzt in Hunsiedel am Wochenende demonstrieren, dann sind aber 1.000 und vielleicht sogar im Einzelfall mehr Gegendemonstranten da und man sagt dann, auch Hunsiedel ist bunt und nicht etwa braun. Also, was haben wir noch? Zivilcourage fällt mir gerade ein. Ein Pfarrer in einer bayerischen Gemeinde, da waren, ich glaube, 50 NPD-Leute auf dem Marktplatz, wollten eine Kundgebung abhalten. 50 Leute, nicht die Welt geht nicht unter, wenn da 50 Leute stehen, nicht? Auf NPD nicht. 50 Leute, was macht unser Pfarrer?
der lässt die Glocken läuten. Laut, laut, so laut, dass also die Stimme des NPD-Redners nicht mehr zu hören ist. Ja, wir lachen, aber der Pfarrer, der arme Kerl, der hat richtig Probleme gekriegt. Warum? Die Kirchenleitung fand das gar nicht witzig. Denn er hat zu einer Zeit die Glocken läutet, wo sie nicht geläutet werden dürfen. Das heißt also, er hat etwas gemacht, was gegen die Kirchenordnung verstößt. Er hat also ein Disziplinarverfahren gekriegt von seiner Kirchenleitung. Du lebst hier vor 2 oder 3 Jahren in Frankfurt gewesen. Naja, also was gibt es wahrscheinlich immer wieder mal. So, das war die Kirchenleitung. Aber jetzt müssen Sie auch noch mit der Justiz rechnen. Ich habe auch von Dieter Hildebrand gehört, den Satz, es reicht ja nicht nur in Deutschland Recht zu haben, man muss auch mal mit der Justiz rechnen. Und da hat man sich plötzlich herausgestellt, die Justiz, die ja bekanntlich nicht für Humor bekannt ist, nicht? Also, die hat ein Verfahren eingeleitet, ein Ermittlungsverfahren, die Staatsanwaltschaft dort, wegen Straftat gegen das Versammlungsgesetz, weil er ist ja Schwörer gewesen, einer angemeldeten, übrigens nicht genehmigten Versammlung. Es gibt nur angemeldete Versammlungen. Nicht genehmigt. Man kann einen anmelden, ja. Und wenn dann alles drumherum stimmt, dann läuft die Sache als Versammlungsfreiheit nach dem Grundgesetz, egal welchen Inhalts, weil wir haben eine Freiheit des Versammlungsrechts, so steht es auch im Grundgesetz. Eine Zensur der Polizei findet bekanntlich dort auch nicht statt. Das mag man beklagen, aber es ist ein Teil unserer Demokratie. Das muss man aushalten. Das muss man aushalten, weil morgen kann ich ja demonstrieren gegen genau das Gegenteil oder für das Gegenteil der anderen, die gestern dran waren. Also, das Verfahren wurde eingeleitet, aber es gab dann Überlegungen bis hin zum Bayerischen Justizministerium. Und da hat man doch so nahegelegt, man sollte das doch mal ein bisschen, ich sage mal, runterziehen. Nicht? Wie der alte Fritz schon gesagt hat, die Linie eigentlich. Da hat man dann am Ende gesagt, naja, wir stellen das mal ein. Das ist ja eine geringe Schuld, Stichwort, das war ja gut gedacht, nicht? Mit dem Glockenläuten. Aber an sich war es eine Straftat. Er hat eine angemeldete Demonstration gestört. Gut, in Freiburg haben wir eine Situation gehabt, da sind, ich glaube, auch 50, 80, maximal 100 NPD-Leute auf dem Markt vom Freiburger Münster gewesen. Und da waren aber 3000 drumherum. Und die haben einen Kessel gebildet, und zwar so lange, bis die NPD-Angehörigen um Auslass gebeten haben. Ohne, dass sie ihre Demonstration durchgeführt haben. Also die wollten dann einfach nur nach Hause. Also 3000 Bürger haben sich sozusagen versammelt. Also das sind auch Dinge, wo man merkt, man kann auch aus der Mitte der Gesellschaft etwas machen, wenn man denn engagiert ist, wenn man, ich sage mal, die Demokratie auch ein bisschen ernst nimmt und sie auch ernsthaft verteidigen möchte. So, Parteiverbote, das ist jetzt schon ein bisschen ausführlich gewesen. Für die Zukunft glaube ich nicht, ich persönlich nicht, dass wir ein Parteiverbot in allerkürzester Zeit erleben müssen. Ich glaube, die negativen Erfahrungen 2000 bis 2003 haben doch gelehrt, dass man darüber sehr, sehr lange und intensiv nachdenken muss. Es gibt nämlich noch etwas. Die Verfassungsschutzämter, die ja dafür zuständig sind, die Materialien zu besorgen für die Innenminister, haben ja vor vielen Jahren, ich weiß jetzt gar nicht das Jahr genau, auch, ich sage mal, sich nicht mit Ruhm bekleckert, möchte ich mal vorsichtig sagen, als nämlich Kanter, Sie erinnern sich, dass der vorbestrafte Bundesinnenminister, nämlich die FAP verbieten, wollte, die Feindliche Arbeiterpartei, wo Thorsten Heiß und andere ja aktiv waren, da ist der Antrag schon gestellt worden in Karlsruhe, auf Verbot der FAP. Und dann kam aus Karlsruhe, dem Bundesverfassungsgericht, so etwas, ich sage mal, unterschwellig, ein Brief, man sollte sich das mal überlegen mit dem Antrag. Das Karlsruher Gericht sei nämlich gar nicht zuständig für dieses Verbot, warum nicht? Weil es gar keine Partei ist. Sie nennt sich FAP und Partei, ist aber keine, warum nicht? Weil sie nach dem Parteiengesetz eigentlich ernsthaft antreten müsste oder auch antritt, beteiligt an Wahlen. Und das hat sie noch nie gemacht, hat sie auch nie vor. Sie nannte sich Partei, war aber eine, wenn man so will, Vereinigung. Also sprich, ein Verein oder eine Vereinigung und dafür ist nicht das Bundesverfassungsgericht zuständig, sondern wer? Der Bundesinnenminister selber. Aber das hat er übersehen und deswegen war das mehr als peinlich. Es gab Medien, die schrieben dann wieder, wie Medien so schreiben, eine Ohrfeige für den Bundesinnenminister. Also, gut, es war jedenfalls peinlich, weil die Materialien zwar da waren, aber es war der falsche Adressat. Das Bundesverfassungsgericht war eben für ein Verbot einer Vereinigung nicht zuständig. Das ist die Exekutive. Egal ob Innenressort oder, also im Innenbereich des Landes oder das Bundesinnenministerium für den Bereich des Bundes. Weil ich ja gerade bin, wir haben. Da haben wir hunderte von Verbotsverfügungen, die
Die letzten haben Sie vielleicht gelesen, unter anderem diese Truppe, naja, sowas wie Heimatreue Jugend, also die Zeltlager. Die hießen dann Goldschanze und sowas. Nicht? Also da waren dann etwa 1000 bis 1200 Jugendliche in den Zeltlagern. Man fragt sich immer, welche Eltern schicken ihre Kinder in so ein Zeltlager rein. Nicht? Also da fehlt man auch Lebensborn oder sowas. Nicht? Aber ja, werden da gezüchtet, blau und blauäugig und blond. Das hat man früher schon gesagt, naja, das ist eben der Arier, nicht? Der typische Blond wie Hitler, schlank wie Göring und ein Mannsbild wie Goebbels. Nicht? Das ist ja schon gesagt und ja, mit den Arier war es aber nicht. Also Parteiverbote, dann haben wir natürlich die Vereinsverbote, die will ich jetzt mal etwas kürzer abtun. Das sind aber auch Teile, die im Grundgesetz stehen, also diese wehrhafte Demokratie, von der ich noch gar nicht gesprochen habe. Das nächste aus dem Grundgesetz jedenfalls wäre die Frage an Verwirkung von Grundrechten. Das hat jeder vielleicht schon mal gehört. Artikel 18. Wer als einzelner Bürger einzelne Grundrechte zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt dieses jeweilige Grundrecht. So steht das da drin. Und Sie glauben vielleicht nicht, dass dieser Artikel ist viermal in der Geschichte der Bundesrepublik angewendet worden, aber immer ohne Erfolg. Zum Beispiel hat es mal getroffen den Herausgeber Dr. Gerhard Frey von der Nationalzeitung, also der die DVU im Großen und Ganzen ja immer unterstützt hat, bis hin zu dem Erfolg, damals vor rund 10 Jahren in Sachsen-Anhalt mit 12,9%. Inzwischen sind die weg. Völlig weg. Das ist so, wie Tucholsky das mal gesagt hat. Das Volk ist doof, aber gerissen. Wir sind mal, ich sage mal, auf dem richtigen Stand und begreifen irgendwann mal, was dann doch, ich sage mal, uns untergejubelt wird. Deswegen, eine Periode, dann waren sie draußen, haben sie selber zerfleischt, haben kriminelle Taten begangen, allein der Fraktionsvorsitzende, als guter Deutscher hat das alles vorgeschlagen, also mit einer Woche, da stand der Milzhahn, da war völlig klar, was sind das für Vorbilder? Wolf hieß der, nicht? Also es war der böse Wolf. Nicht? Also Wolf hieß der Fraktionsvorsitzende der DVU in Sachsen-Anhalt. Also das ist auch ein Gespenst, das ist relativ zügig von den Wählern, von niemand anders, da braucht es gar kein Verbot, beseitigt worden. Verwirkung ist aber verfassungsrechtlich, ich glaube, ein Problem. Was steht da nun drin? Die Antwort lautet, es ist ein Problem, weil es ja nur einzelne Bürger träfe, wenn man es denn überhaupt anwendet. Jetzt kommt es. Wer darf denn da den Antrag stellen? Ja, zum Beispiel die Bundesregierung. Nicht? Und wenn man jetzt überlegt, die Bundesregierung stellt einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dem höchsten deutschen Gericht. Ne? Herr Lehner hat mal gesprochen von den Freispielen Arschlöchern von Karlsruhe. Aber das war das Thema. Das heißt also, da wird einem einzelnen Bürger die Ehre zuteil, dass sich die Bundesregierung mit dem Fall beschäftigt und dann das Bundesverfassungsgericht. Und dann soll ihm, sagen wir mal, das Grundrecht der freien Meinungsäußerung abgesprochen werden, also als verwirkt. Da muss sich der Normalbürger ja fragen, wie soll das umgesetzt werden? Wie soll das vollstreckt werden? Soll der immer einen staatlichen Begleiter bekommen, dass der eben seine Meinung nicht irgendwie öffentlich sagt oder sowas? Nicht? Oder andere Grundrechte, die er vielleicht missbraucht hat zum Kampf gegen die freie demokratische Grundordnung? Also das sind alles Überlegungen, die sollte man vorher anstellen. Die Frage ist eher, warum ist denn, wenn es denn bislang nicht anwendbar war, der Artikel immer noch drin? Wir sind ja immer munter im Ändern von Gesetzen. Da sind wir ja ganz munter. Nicht? Die Gesetze werden deswegen nicht besser, aber sie werden mehr und werden länger. Also keiner versteht sie mehr. Glauben Sie bitte nicht, dass wir die auch alle verstehen. Also, das ist so. Aber wenn man Fahrschule macht, dann versteht man vieles. Nicht? Also, aber dann für eine gewisse Zeit. Und deswegen möchte ich heute sagen, Carlo Schmidt hat im Parlamentarischen Rat damals schon weise vorausgesagt, dieser Artikel 18, Verwirkung von Grundrechten, wird nicht praktikabel sein, weil es einfach so ist. Und dann hat er gesagt, wir sollten ihn trotzdem in unserer Verfassung behalten. Er war ja jetzt schon sozusagen rein diskutiert worden. Warum? Weil es ein Appell sein sollte. Ein Appell für uns Bürger. Liebe Leute, gebraucht eure Grundrechte, gebraucht sie zum Wohle der Gemeinschaft, der Demokratie, des Rechtsstaates, all dieser Freiheitsrechte, die wir haben. Aber bitteschön, missbraucht sie nicht zur Abschaffung dieser Freiheit. Mehr ist das nicht, aber das ist nicht ganz unwichtig. Es hat, wenn man so will, Appellcharakter, es ist eine Frage der Solidarität mit dem, was uns vielleicht eint. Ja, das wäre so ein Blick auf die Verfassung.
Und wenn ich das jetzt mal abschließe, was die Verfassung angeht, sage ich natürlich etwas, was wir am Anfang hätte sagen müssen. Geschützt werden sollte durch unsere Verfassung ja zugleich die Verfassung selbst. Das heißt, die Freiheits- und moralische Grundordnung. Die Werteordnung. Es ist ja keine wertungebundene Ordnung und schon gar nicht eine wertlose Ordnung. Wir haben eine wertgebundene Ordnung. Wir haben ein Wertesystem. Und das Wertesystem beginnt mit den Grundrechten, die uns allen wichtig sind. Wir merken es übrigens, wenn wir sie verlieren. Dann merkt man plötzlich, wie wichtig Grundrechte werden. Allein das Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit. Alles, was wir an Grundrechten uns vorstellen können, da merken wir, wenn sie weg sind, was es bedeutet. Deswegen, die Grundrechte für uns sind eigentlich für uns Bürger gedacht. Und gegen wen sind sie gedacht? Das glaubt man manchmal auch nicht. Allein gegen den Staat. Gegen niemand anders. Denn niemand anders wäre ja auch in der Lage, unsere Grundrechte sozusagen einzuschränken gegen uns selbst. Es sind ja nicht die Bürger, die uns einschränken mit Grundrechten, sondern der Staat könnte es machen. Der Staat könnte Zensur ausüben. Es gibt ein Verbot einer Zensur, beispielsweise Pressefreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, habe ich schon gesagt. Alles das sind wichtige Dinge. Also, wir kommen zur Gewaltenteilung, wir kommen zum Demokratieprinzip, zur Volkssouveränität, wir kommen zu der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und zum Recht auf verfassungsmäßige Opposition, zum Beispiel. Mehrparteiensystem, muss man auch noch nennen, das generelle Mehrparteiensystem. Und wenn ich das alles sage, dann habe ich eigentlich schon definiert, mit dem Bundesverfassungsgericht im Rücken, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und genau das ist es. Das ist der Kernbereich unserer Verfassung. Der Kernbereich. Also das heißt, also das, was auch einer verfassungsändernden Mehrheit mit 2/3 im Bundestag und im Bundesrat entzogen ist. Das ist sozusagen die Ewigkeitsklausel, hat man das auch mal genannt, steht im Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Man glaubt manchmal gar nicht, was da drin steht. Mancher Innenminister weiß das gar nicht. Also deswegen, da muss man immer mal sagen, guck doch mal in die Verfassung rein. Da steht enorm viel drin. Und das heißt wiederum, dieses Konzentrat des Grundgesetzes soll geschützt werden, weil es unsere freiheitliche Grundlage ist. Und deswegen ist das Grundgesetz selber ein Teil des Kampfes gegen die Feinde dieser Republik oder dieser Demokratie. Parteiverbote haben wir, Vereinsverbote haben wir. Was bleibt denn noch? Da bleibt eine ganze Menge. Es bleiben jetzt eigentlich die entscheidenden Fragen. Zum Beispiel das Strafrecht. Kann man eigentlich mit dem Strafrecht Extremismus bekämpfen? Antwort? Selbstverständlich. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Strafrechtler bin, sondern es ist so. Ich nenne Ihnen auch gleich ein paar Beispiele. Der Bürger neigt ja dazu, das weiß ich sehr wohl, höre ich häufig, zu sagen, ach, die Justiz, lasch. Also, Kindergarten, ne? Immer diese laschen Hochkeiten. Brauche ich nur die großen Buchstaben aufschlagen, da weiß ich doch, was da in der Justiz so zu Werke geht. Das sagen immer nur diejenigen, wenn es die anderen treffen soll, nicht? Das ist völlig klar. Wenn ich selber mal betroffen bin, dann kann es ja gar nicht lasch genug sein, nicht? Das ist mir auch klar. Ne? Also, dann ist es richtig, also dann ist angesagt wie mild, ne? Also bitte. Nicht? Also Rotlichter. Welche Entschuldigung finde ich da, dass ich über die Rotlichter mitgefahren bin? Der Papagei ist krank und musste ganz schnell also nicht und so. Also da komme ich auf die tollsten Ideen. Ich entschuldige mich ja heute schon für irgendwelche Ordnungswidrigkeiten oder was man so machen könnte. Das ist so. Aber generell für den Extremismusbereich gilt das alles nicht. Ich sage Ihnen einfach mal ein paar Beispiele. Sie alle kennen Horst Mahler aus den Medien. RAF-Anwalt. Gut. Da fällt einem gleich auch Otto Schily ein, aber der war dann Bundesinnenminister geworden. Und das Otto Schily gab es mal einen wunderbaren Satz, nicht von ihm, sondern über ihn im Bundesinnenminister, als er da noch war. Was ist der Unterschied zwischen Otto Schily und dem lieben Gott? Antwort, der liebe Gott weiß, dass er nicht Otto Schily ist. Also, Innenminister. Ja, da kommen solche Sprüche zutage. So, der eine wird Bundesinnenminister, hat seine Arbeit als RAF-Anwalt sicherlich ganz gut gemacht, denn er hat seinen Job gemacht. Nichts anderes. Ein Verteidiger muss seinen Mandanten verteidigen. Da kann man nicht vorwerfen, ja, was ist denn das für einer? Nicht auch einer, der eine Vergewaltigung begangen hat, wird verteidigt werden müssen. Nicht völlig klar. Das ist ein Fall für Fair Trial. Für ein offenes Verfahren mit all dem, was der Rechtsstaat sozusagen auch für einen Beschuldigten hat. Unsere Strafprozessordnung ist interessanterweise eher ein Gesetz für Beschuldigte. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Ein berühmter Strafrechtler hat das mal gesagt. Die Strafprozessordnung ist ein Seismograph der Verfassung. Man merkt in der Strafprozessordnung eher, wie sind eigentlich Freiheitsrechte in Konkreto in den Gesetzen.
Gesetzen drin. Keine Beispiele wegen der Zeit gelesen, im Arbeitszeug zum Maler. Maler als RAF-Anwalt sozusagen immer so in den Bügel, er war ja auch dann mal verurteilt worden, wegen Linksterrorismus zu 13 Jahren Beteiligung an Anschlägen. 13 Jahre, damit war seine Anwaltszulassung erstmal weg. Aber da hat er sich berappelt, ist frei geworden, hat ja auch Bewährung gekriegt für den Rest dann, für einen gewissen Rest. Und dann war er plötzlich auf der Rechtsaußenseite. Und das war ja noch ein Problem. Aber das ist auch nichts Neues. Manche sind ja so weit rechts, dass sie nicht schon wieder rauskommen. Und Mahler war dann plötzlich rechts außen und hat dann die NPD vertreten im Bundesverfassungsgerichtsverfahren. Und in dem Verfahren hat er plötzlich, später gesagt, festgestellt, ich habe gemerkt, die sind ja viel zu bürgerlich, die sind ja eigentlich so irgendwo in der Mitte. Ich bin ja noch viel rechter als die NPD, das ist ausgetreten. Und seitdem spinnt er rum und macht jeden Tag irgendetwas Neues, hat er gemacht jedenfalls. Er hat zum Beispiel sich von Michel Friedmann, den muss man nicht mögen, also man ist kein Antisemit, wenn man den nicht mag, das muss man auch sagen. Also da hat er sich von Michel Friedmann einladen lassen zu so einer Talkshow. Ja, Friedmann hat wohl gedacht, den kann ich zahm kriegen oder den kann ich hier, ich sage mal, bekehren. Weit gefehlt. Was macht Mahler? Kaum, dass er Friedmann sieht und der ihm guten Tag sagen will, hebt er seine Hand und sagt, Heil Hitler. Ne? So, das war der erste Punkt. Das hat 6 Monate ihm eingebracht, ne? Ohne Bewährung. Ne? Also, Mahler als Überzeugungstäter und Bewährungstäter 6 Monate. Ja, ist nicht ganz wenig. Aber jetzt kommt es. Jetzt hat er in Cottbus im Knast sich stellen sollen, sollte sich sozusagen zur Strafe da, zur Strafantritt einfinden. Und was macht er da? Begrüßt die Brüder da an der Pforte der Justizvollzugsanstalt mit Heil Hitler. So, das waren die zweiten 6 Monate. Von kurzer Zeit durch die deutsche Justiz. Und jetzt ist er zurzeit für 6 Jahre wegen Volksverhetzung in mehreren Fällen rechtskräftig verurteilt. 6 Jahre, der ist 73. Also mit anderen Worten, das ist erstmal ein politisches und auch ein sonstiges Aus für ihn, 6 Jahre. Dann wird sich mancher fragen, wieso kriegt er denn 6 Jahre? Das ist doch eine Menge. Freiheitsstrafe. 6 Jahre? Für was? Einfach für Volksverhetzung. Und man glaubt es nicht, die einzelne Volksverhetzung hat ein Höchstmaß von 5 Jahren und wir sprechen sie als Justiz aus, wenn es sein muss. Ernst Zündel, der aus Kanada ausgewiesene Rechtsextremist, der uns jahrelang, jahrzehnteweit, beglückt mit Auschwitz-Lüge, mit all dem Sumpf, der sozusagen immer noch wabert, was nach Deutschland reingebracht worden ist, als er ausgeliefert wurde von Kanada als Deutscher, der sich dort illegal aufgehalten hat, hat er vom Landgericht Mannheim wegen dieser Volksverhetzungstaten 5 Jahre bekommen. Jetzt kommt die Verteidigerin, Silvia Stolz, 32 Jahre alt, ist die Lebensgefährtin von Mahler. Das ist so ein ähnliches, so eine ähnliche Differenz wie bei Simone Thomalla zurzeit. Man muss ja in der Zahnarztpraxis lesen, was da zu lesen ist. Da weiß man, was im Leben so eingesagt ist. So. Und diese Silvia Stolz mit 32, Mahler 73, also ist im Geist ja angekommen für 6 Jahre, aber sie sitzt auch im Knast. Warum? Weil sie sich so identifiziert hat in ihrer Verteidigungsstrategie bei Ernst Zündel, dass das Landgericht Mannheim sie in Haft genommen hat und hat sie am Ende zu 3 Jahren und 10 Monaten wegen Volksverhetzung verurteilt. Da hat allerdings der Bundesgerichtshof jetzt vor kurzem gemeint, das Strafmaß sei doch nicht so ganz in Ordnung, der Schuldspruch steht. Also über das Strafmaß muss jetzt eine andere Kammer des Landgerichts Mannheim entscheiden. Es wird wahrscheinlich etwas weniger werden, aber die Frage ist eben, geht sie in den Knast, bleibt sie im Knast? Sie saß in U-Haft übrigens, interessanterweise. Eine Anwältin mit 32 in U-Haft zu nehmen, das ist auch schon ein bisschen mutig, muss ich sagen. Aber sie haben ein Signal gesetzt. Es gibt Gary Laub, den werden Sie vielleicht nicht kennen, einige vielleicht. Gary Laub ist der Chef der NSDAP-AO in den Vereinigten Staaten. Der hat im Landgericht Hamburg 4 Jahre bekommen, weil er uns auch beglückt hat mit solchen Postillen aus den Vereinigten Staaten. Das ist übrigens alles straflos. Da kann man ja machen, was man will, da kann man auch sagen, was man will. Also freilich Amerika, das ist so. Er hat aber das alles nach Deutschland geschickt. Und deswegen wurde er, als er in Dänemark zu Besuch war, von Dänemark ausgeliefert nach Deutschland. Und in Deutschland gab es einen Haftbefehl. Und dann hat er 4 Jahre in Hamburg bekommen als Amerikaner.
auch nicht ganz wenig, 4 Jahre. Und er hat voll abgesessen, weil man wusste, er ist ein Überzeugungstäter, der macht weiter. Natürlich, er macht auch weiter, seitdem er wieder zu Hause ist in den Vereinigten Staaten, nur er fährt nicht mehr nach Dänemark, das ist auch nicht. David Irving, den kennen Sie vielleicht als den sogenannten Historiker, den Briten, der von Österreich 3 Jahre bekommen, der hat vorher schon in Bayern Einreiseverbot nach Deutschland gekriegt, weil der hat natürlich Volksfenster ohne Ende gemacht. Der hat in Reden, hat er vorgetragen, das glaubt man alles gar nicht, hat er vorgetragen, natürlich biergeschwängerte Atmosphäre, da hat er vorgetragen, natürlich hat es Gaskammern gegeben, hat er gesagt. Und alle waren begeistert, wie er das äußert, heißt Brite. Endlich sagt dann Brite mal die Wahrheit, den Deutschen. Der hat natürlich als Gaskammer gegeben. Ein Mann Gaskammer hat er da gesagt. Und der Jubel der Leute. Ja, wie funktionierte das? Da wurde eine Telefonzelle, wie so eine Art Sänfte, irgendwo hingetragen. Und dann wurde ein Jubel, der da in der Nähe war, gesagt, es fehlt jetzt das Telefon, die der Telefonzelle, die da getragen wurde. Das Gespräch ist für Sie. Und dann ging der da rein. Das war eine Ein-Mann-Gaskammer. Und alle lachten, alle fanden das total witzig. Und dieser Mann, dieser David Irving, ein Einpeitscher ersten Ranges in Österreich, 3 Jahre bekommen. Der ist jetzt wieder zu Hause. Es gibt aber Prozesse gegen ihn, die hat er verloren. Der steht finanziell auch im Grunde mit dem Rücken zur Wand. Genau wie die NPD, das habe ich noch nicht gesagt, aber Sie haben es bestimmt verfolgt. Sie muss zurückzahlen die Überzahlungen wegen der früheren Erfolge, was ja alles runtergegangen ist. Also sie bekommt kein Geld von Riga mehr. Der ist verstorben, sie bekommt von niemandem im Grunde Spenden, wer soll denn da spenden? Und im Übrigen, wie gesagt, sie wird wahrscheinlich den Weg in die Insolvenz gehen. Dann kommt der Streit noch zwischen den führenden Leuten, also die NPD ist im Grunde ein Hort des Bedauerns, könnte man ja fast sagen. Strafe ich noch ein bisschen. 2 Zahlen möchte ich Ihnen sagen. Das erste ist, wir haben in all den Jahren zuletzt 16.000, 17.000, 18.000 sogenannter rechtsextremistischer Taten registriert im Jahr. Das sind so 15, 16, 17, 18. Also das kann man sich ganz gut merken, zuletzt 18.000. Darunter sind auch Gewalttaten. Und da wird spannend. Was für Gewalttaten sind es? Antwort: seit einigen Jahren, Gottlob, was den Rechtsextremismus angeht, nur Körperverletzung, keine Tötung mehr. Wer da noch ein klein wenig Erinnerung hat, der wird sich erinnern an Solingen, an Hünxe, an Hoyerswerda, an Rostock-Lichtenhagen, an Mölln und so weiter und so fort. Und vielleicht auch an Dessau, an Ariano, der Schwarzafrikaner, der am falschen Ort zur falschen Zeit war und ermordet wurde, nur weil er Schwarzer war, dass die Täter, der Erwachsene, lebenslange Freiheitsstrafe bekommen hat und die beiden Heranwachsenden oder Jugendlichen 9 Jahre Jugendstrafe, also ein Jahr unter dem, was man als Höchststrafe überhaupt verhängen kann, das spielt ja für die Frau, die Witwe und das Kind keine Rolle. Denn der Ehemann, der Vater, ist eben ermordet worden, weil er ein Schwarzer war und weil er in Anführungsstrichen da nicht hingehört. Also das Strafrecht ist nicht zahnlos. Der Rechtsstaat ist weiß Gott nicht zahnlos. Wir können all diese Taten, von denen ich jetzt gesprochen habe, ahnden. Natürlich muss man auch angemessen ahnen. Also wer Heil Hitler ruft oder ein Hakenkreuz pinselt oder was immer, das wird in aller Regel, vor allem wenn es Jugendliche sind, natürlich mit den pädagogischen Mitteln des Jugendstrafrechts geahndet. Also mit anderen Worten, da versucht man alles, um sie nicht noch einmal zu einer solchen Tat zu bringen. Funktioniert manchmal, nicht immer. Aber wenn es an eine Dimension annimmt, wie Volksverhetzung, wie zum Beispiel solche Lieder, ich weiß gar nicht, ob ich sie hinzufügen darf, ich will es mal im Augenblick nicht tun, aber Lieder von Lanzer, Lieder von Enzi, Lieder von solchen Gruppen, die allesamt miteinander auf dem Index stehen, die nicht auftreten dürfen, deren Lieder verboten sind. Und was haben wir? Kammergericht Berlin. Die Gruppe Lanzer ist als kriminelle Vereinigung inzwischen rechtskräftig festgestellt worden mit ihrem Liedgut. Als kriminelle Vereinigung. Und die haben bekommen dann Einzelmitglieder 2,5 Jahre Haft, natürlich ohne Bewährung. Es hat auch ein Freikorps gegeben in Brandenburg für ein Abiturient. 4 Jahre hat er bekommen für das Abfackeln von Dönerbuden und dergleichen mehr. Interessant ist aber die Reaktion der Bevölkerung vor Ort. Was haben die gemacht? Die haben gesammelt für einen Jungtürken, der sich diese Bude da natürlich mit einem Kredit überhaupt erst hingestellt hat. Und da haben die Menschen, die Deutschen, dort vor Ort gesammelt, um ihm ein solches Ding wieder hinzustellen. Auch das ist etwas, was in Deutschland möglich ist. Muss man einfach mal sagen. Also diese Strafbarkeit ist nicht unser großes Problem. Da wird wirklich, wenn es Not tut, auch richtig angewendet.
Wir haben, und jetzt denke ich an die Zeit, einen ganz anderen Bereich. Und der macht uns im Grunde viel mehr Sorge. Warum? Und was ist es? Das ist im Grunde der Mensch selber. Wir haben seit Jahr und Tag, das ist unstreitig, geht durch alle empirischen Untersuchungen durch, einen Bodensatz von rechtsextremistischen Weltbildern bei den Menschen selber drin. Natürlich ist das nicht Nazitum oder sowas, sondern es ist einfach, Ausländer müssen sich anpassen. Ausländer müssen notfalls raus, sie nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg und ähnliches mehr. Und dann kommt eben der Rassismus mit seiner hässlichen Fratze zum Ausdruck. Und dann kommt am Ende nichts, was mit Humanität zu tun hat, mit Freiheit schon gar nicht. Und ich glaube, da steckt unser größtes Problem. Soziologen, die erfinden ja immer tolle Worte. Juristen sind ja etwas schlichter. Nicht? Wie hat mal einer gesagt, Tucholsky, er war Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand. Aber von einem Soziologen haben wir nun erfahren, wie das Wort heißt. Es heißt Wohnzimmerfaschismus. Tolles Wort. Wohnzimmerfaschismus. Und da meint man im Grunde nichts anderes, was denken wir denn so? Wir diskutieren ja auch, das ist dann Stammtisch. Und da merken wir plötzlich darüber nachdenken, das entzieht sich der Justiziabilität. Da haben wir überhaupt keine Grundlage, wo wir mit Justiz was machen können. Denn es ist Meinungsäußerungsfreiheit angesagt. Jeder kann, ich sage mal, den letzten Müll sagen. Das ist alles Artikel 5 Meinungsäußerungsfreiheit. Ja, das muss ja die Wahrheit sagen. Und weil das so ist, haben wir im Grunde die einzige Aufgabe, Bildung, Ausbildung, Vorbilder und. Also die Erziehung zum Demokratischen, zum Freiheitlichen und alles das, was uns auszeichnet. Und man nennt das Ganze Prävention. Das ist auch ein tolles Wort. Prävention. Prävention heißt, die einen sagen, die Primärprävention, dann kommt die Sekundärprävention. Naja, da können wir jetzt erstmal versuchen, die, die noch nicht in dem Fahrwasser sind, davon abzuhalten, dass sie in diesen Bereich reingehen. Und die, die da schon so ein bisschen drin sind, naja, die wieder rauszuholen. Nur einen Bereich, der ist völlig außen vor, das sind Kameradschaften der Neonazis, das sind sozusagen die ganz Hartgesottenen, wer da glaubt. Mit denen diskutieren zu können und die überzeugen zu können, der hat noch nie so eine Diskussion mitgemacht. Da muss man sagen, ist im Grunde keine Chance, den zu überzeugen. Aber auch das muss man wissen, man sollte es vielleicht versuchen. Man sollte Flagge zeigen, auch wenn man am Ende keinen Erfolg hat. Man sollte einfach nur mal sagen, dass man das, was der da von sich gibt, nicht teilt, dass es falsch ist, dass es gefährlich ist und dass es mit Toleranz, Liberalität und mit Humanität überhaupt nichts zu tun hat. Wenn man mal so die einzelnen Dinge, die da gesagt werden von extremistischer Seite, ich rede auch nur von Rechtsextremismus, der wird sich wundern, was da für unglaubliche Formulierungen fallen gegen deutsche Juden. Ja. Ignaz Friedrichs, das ist viele Jahre her, da habe ich mal mit ihm in der Frankenwarte in Würzburg mich getroffen. Es waren Auszubildende der Frankfurter Flughafen AG da. Alles an Nationalitäten vertreten, die eben in Deutschland da sind, die dort einen guten Ausbildungsplatz bei der Flughafen AG haben. Und dort sitzt Ignaz Bubis und hat einen unglaublich guten Eindruck hinterlassen. Aber wie ist er da hingekommen? Draußen vor einer Bildungseinrichtung der Ebert-Stiftung steht ein gepanzertes Fahrzeug, in dem er gebracht worden ist. Und dann die Begleitfahrzeuge, Landeskriminalamt, Begleitung. Und vor dem Saal, man stelle sich vor, hier vor dem Saal säße jetzt einer, und da saß einer, der hatte ein Jackett über seinen Knien, und unter dem Jackett zeichnete sich ab eine Maschinenwaffe. Man muss sich das vorstellen. In Deutschland, dass ein Mann wie Ignaz Bubis, der damalige Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, so geschützt werden muss. Hans-Jochen Vogel, der übrigens dann auch kam, der kam mit seiner Aktentasche an, war vom Bahnhof mit der Kapsel gefahren, und der kam ganz normal. Das ist auch eben ein Ebenbild. Also, wir haben unser größtes Problem in der Bevölkerung. Wir haben rechtsextremistische Grundmuster, die man im Grunde ja nur benennen kann, und gleichzeitig muss man dafür versuchen zu sorgen, dass sie sich nicht weiterentwickeln, dass diese Zahlen, die immer so mit 12-15% etwa angegeben werden seit Jahren, man glaubt das gar nicht, man denkt nur, das sind die anderen. Nein, in Wirklichkeit, wer da mal genau hinguckt, war Forschungsgruppe Wahlen, hat das auch herausgefunden, dass in den demokratischen Parteien auch solche Zahlen vorhanden sind. Das ist ja etwas Alarmierendes. Und wenn ich mal sagen darf, in Marburg waren es von Grünen 2, die sind aber nicht mehr Mitglied der Partei gewesen anschließend,
aber die haben zu einem, der da, ich sage mal, irgendetwas anderes gesagt hatte und dann war er auch noch behindert, da haben zwei von den Hunden in Marburg mal gesagt, dich hat man wohl vergessen zu vergasen. Also wenn man sowas hört, dann ist klar, dass die Partei einen Schlussstrich zieht, was die Mitgliedschaft in der Partei angeht und solcher Leute. Aber man merkt, man ist nicht gefeit vor so etwas, egal wo immer man ist. Also, das ist eigentlich unser größtes Problem, von dem ich glaube, dass wir, was die Zukunft angeht, die Hauptaufgabe haben. Und das zielt nicht nur auf die Leute ab, das zielt im Grunde auf jeden ab. Aber wer nimmt diese Bildungsangebote wahr? Wer kümmert sich darum? Ich will mal langsam zum Schluss kommen, weil ich weiß, der Linksextremismus, der jetzt eigentlich noch angesprochen werden müsste, den will ich jetzt wegen der Zeit mal vernachlässigen. Da haben wir andere Schwerpunkte, das ist klar, werde ich dann gleich noch ausführen. Aber ich denke, wenn man zum Schluss mal versucht, so eine Art Fazit zu ziehen, dann lautet das Fazit aus meiner Sicht, die deutsche Demokratie ist nicht gefährdet. Das, denke ich, können wir alle miteinander feststellen. Sie ist nicht gefährdet, weder durch Rechtsextremismus noch durch Linksextremismus. Wir sind ein sehr, sehr starker Staat. Allerdings muss man immer wieder sagen, der Staat mit seiner Freiheit und all seinen Grundfesten ist nur so lange so stark, solange wir ihn tragen und solange wir das, was hier ist, für gut befinden und als verteidigungsfähig. Wir wissen alle, dass wir im Grundgesetz ein Widerstandsrecht haben. Das ist ein Widerstandsrecht. Es ist keine Pflicht zur Widerstand, aber es ist ein Recht. Das heißt, es ist ein Recht zur Verteidigung der Freiheit in diesem Lande. Und deswegen, weil es das ist, denke ich, muss man darüber mal nachdenken. Ich sage es noch einmal, was wäre, wenn uns das alles mal abhanden käme durch etwas, was mit Diktatur zusammenhängt. Und wenn man das nur bedenkt, dann denke ich, sind wir auf dem richtigen Wege, dass man rechtzeitig etwas tut, dass man dagegen steuert, dass man Bürgerinitiativen bildet, das wird ja alles gemacht, dass man Aufklärungskampagnen startet, dass man Medienangebote sozusagen anbietet. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist ungeheuer vielfältig in dem Bereich. Das Bündnis für Toleranz beispielsweise, Freiheit und Toleranz ist von staatlicher Seite stark subventioniert. Es gibt ungeheuer viele, auch gerade in die privaten Initiativen. Und dann haben wir noch etwas, das Aussteigerprogramm. Allerdings ist das auch ein besonderes Exit und was es alles gibt. So gut es alles läuft. Und es sind etliche schon ausgestiegen aus der Szene, auch richtig hart gesorgt. Ne? Nur, sie haben dann ein Problem. Sie werden angesehen als Verräter und Verräter werden natürlich behandelt als solche. Deswegen sind sie allesamt in einer Art Zeugenschutzprogramm. Das heißt, es kann im Einzelfall bedeuten, dass der wie so eine Art Nabelschnur mit dem Handy immer verbunden ist mit einem Kriminalhauptkommissar oder wer es gerade ist. Das heißt also zur Absicherung seiner Person. Und es gibt viele, die ausgestiegen sind aus dieser harten Szene, die immer noch nach Jahren sogar Angst haben, dass es zu irgendeinem Zwischenfall kommt und sie am Ende entweder ihr Leben lassen oder eben so schwer verletzt werden, dass sie eben Krüppel werden. Und apropos Krüppel, wir haben wirklich nur in Anführungsstrichen die letzten Jahre Körperverletzungen erlebt, wenn auch nicht wenige. Keine Tötung mehr. Aber man stellt sich vor, die fahren als einer, der nicht in Deutschland zwar zu Hause ist, aber eben kein Deutscher ist und auch kein Kenner. Sie fahren da durch die normale Landschaft, plötzlich fliegt ihnen ein solcher Stein ins Auto und die Folge ist, sie fahren gegen einen Baum und den Fall, den ich meine, das ist der eines Mannes aus Jamaika, der von dem Halswirbel an seitdem gelebt ist. Er kann gar nichts mehr machen. Seine Frau ist inzwischen an Krebs verstorben und man überlege mal, was mit dem ist und warum ist es so mit ihm? Weil es dort zwei gegeben hat, die gemeint haben, dieser hat hier in Deutschland nichts zu tun. Und das Nächste ist, auch das muss man sagen, wenn der 16-Jährige mit einem Molotow-Cocktail bewaffnet, nachts sich anschleichen an ein Asylbewerberheim oder die ZAAB oder was immer das ist, Asylbereich, und werfen durch die Scheibe in ein Schlafzimmer diese Brandsätze, dann ist das inzwischen nicht mehr nur eine Sachbeschädigung oder eine versuchte Brandstiftung oder eine, sondern es ist in aller Regel gewertet als versuchter Mord, wenn keiner stirbt. Wenn jemand stirbt, sowieso. Aber auch da muss man die Frage stellen, was ist denn mit den Menschen? Wir müssen immer an die Einzelfälle denken, an die Schicksale. Alter journalistischer Satz sagt, 1000 Tote, Meldung. Ja, das ist eine Meldung, die nehmen wir zur Kenntnis. Aber ein Toter ist ein Schicksal. Und mit einem Toten, den ist ein Robert Enkel, mit einem Mal ist ein einziger Toter plötzlich
für etwas ganz anderes da und man sieht es ganz anders. Und wenn Sie sich vorstellen, da sitzt ein 16-jähriges Mädchen, aus welchem Land auch immer, es ist ganz gleichgültig, so ein 12-jähriges Mädchen, sitzt da in so einem Sessel und es fliegt durch die Scheibe ein Brandsatz genau in den Schuss und brennt und brennt und brennt. Dieses Mädchen ist inzwischen nach, ich glaube, 5 Operationen längst noch nicht wiederhergestellt worden. Es ist sehr fraglich, ob es jemals wieder so aussehen kann, wie es ausgesehen hat und wie es hätte aussehen können, wenn das nicht geschehen ist. Und dann am Ende 2 16-Jährige, die auch nicht genau wussten, was sie da machen, wen sie treffen, sich gar nicht vorgestellt haben. Aber sie haben im Grunde ein Menschenleben ja, zerstört, vernichtet, nur durch das, was sozusagen mit Inhumanität zusammenhängt, mit Nicht-Nachdenken, mit Feindseligkeit anderer gegenüber. Und wer immer wieder dieses Wort Fremdenfeindlichkeit nimmt oder hört, ja, der muss sich daran erinnern, es gibt eigentlich nichts anderes als Menschenfeindlichkeit. Alles andere wäre falsch. Es ist Menschenfeindlichkeit. Den anderen nicht zu achten, wie er ist, dass er anders ist, dass er anders aussieht, dass er eine andere Art hat zu leben, eine andere Religion hat, was immer. Das macht doch die Vielgestaltigkeit und die Buntheit unseres Lebens aus. Deswegen, das muss man auch sehen. Und interessant ist vielleicht noch der Gedanke, wo am stärksten ein Anteil von Ausländern ist, ist die Ausländerfeindlichkeit, das ist eine alte Erfahrung, kleiner, wesentlich kleiner, wenn man sich erkennt, als dort, wo sozusagen ganz wenige sind oder vielleicht sogar gar keine. Und wenn man die Statistik bemüht, dann merkt man plötzlich, dass rein von 100.000 der Bevölkerung mal gerechnet, die meisten Ausländerfeindlichkeiten, wo sie gar nicht da sind, im deutschen Osten sind. Wenn man nur die 100.000 zugrunde legt, also dann merkt man plötzlich, dass die 5 neuen Länder ganz an der Spitze sind. Wenn man natürlich die absoluten Zahlen nimmt, ist klar, steht auch ganz Wahl an der Spitze, wegen der Größe des Bundeslandes. Also die absoluten Zahlen sind da höher. Aber vergleichbar mit der Bevölkerungsgröße ist sozusagen der Osten Deutschlands viel, viel stärker damit überzogen. Und das sind auch Dinge, wo man nachdenkt, was können wir regional machen. Ich will zum Schluss sagen, Extremismus, egal welcher Art, beginnt in der Kommune, beginnt in der Gemeinde, sozusagen vor Ort. Und deswegen ist vor Ort eigentlich erstmal alles zu tun, was man machen kann. Das ist die Schule, das sind Bildungseinrichtungen, das ist alles bis hin zum Elternhaus. Die Frage ist natürlich, wie schief ist, sind die da nicht überfordert? Das sind Fragen, die kann man nur so allgemein stellen. Ich sage zum Schluss, Demokratie braucht Demokraten, habe ich auch anfangs gedacht. Wir brauchen auch die Erinnerung an das, was war. Und wir müssen uns immer mal wieder überlegen, wie fragil es vielleicht sein könnte, wenn wir nicht aufpassen. Die NATO, die hat seit Anbeginn ein Motto, das heißt, Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Und ich denke, das kann man übertragen. Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit auch für uns, wenn wir über extremistische Formen nachdenken. Denn sie geschehen ja nicht von irgendwoher, sondern sie geschehen aus der Mitte der Gesellschaft. Von irgendwo, wo wir sozusagen auch zu Hause sind. Das möchte ich eigentlich abschließend nur bemerken. Ich weiß, dass ich damit die Geduld mit einer Stunde, ich gucke gerade auf die Uhr, auch weitestgehend hier überstrapaziert habe. Sie hatten eine ja, irdische Engelsgeduld, möchte ich mal sagen. Ich darf mich damit erstmal bedanken für die Aufmerksamkeit und für das, was wir vielleicht diskutieren können. Linksextremismus, ich sage es nochmal, habe ich jetzt ein bisschen ausgeklammert, gedanklich. Alles das, was Sie interessiert, können wir vielleicht besprechen. Ja, zunächst einmal mache ich Schluss und Sie haben das Wort. Staat ist sehr ausführlich aufgezeigt und hochgehalten, das
ist definitiv nicht falsch, das ist für Sie als Oberstaatsanwalt bestimmt auch besonders wichtig, dies an dieser Stelle zu tun. Sie sprachen auch besonders über zum Beispiel die Versammlungsfreiheit. Da habe ich mich sehr gewundert und da habe ich auch ein bisschen Kritik gehofft, weil auch das gerade zum Beispiel ein Bereich ist, in dem das Grundgesetz der Bundesrepublik immer deutlicher eingeschnitten wird in den letzten Jahren, auch in verschiedenen anderen Bereichen. Also ich habe mich sehr gewundert, dass von Ihnen überhaupt gar keine Aussage zu dem immer stärker werdenden Beschneiden der Grundgesetze der Bundesrepublik kam. Das hat mich persönlich sehr enttäuscht. Des Weiteren erfahre ich, natürlich, wie Sie selber sagen, nichts zum Thema Linksextremismus. Was ich mich auch gefragt habe, ist, warum ich nichts erfahren habe über Gründe, warum Extremismus wir hier haben, warum er einfach die verschiedensten Ausmaße annimmt, egal ob im linksradikalen oder im rechtsradikalen Spektrum, sei es in der Parteipolitik oder in der autonomen Linken oder in der autonomen Rechten. Denn auch die gibt es, davon erfahre ich leider auch nichts. Ich erfahre nichts von Verknüpfungen von geschichtlicher, historischem Radikalismus zu heute. Und ich muss sagen, ich fand schade, ich fand zwar auch einige Sprüche sehr nett, aber ich fand einfach Ihren Vortrag unglaublich Karlauer-artig. Und es tut mir leid, ich nehme jetzt mal mir die Freiheit, das zu sagen. Ich habe den Titel der Veranstaltung gelesen und habe so wenig darüber erfahren. Ich darf kurz dazu sagen, es waren, glaube ich, jetzt 5 Fragen oder 4 Fragen. Und das wären, glaube ich, wahrscheinlich nochmal 3 oder mindestens 4 Vorträge gewesen. Wir haben ja auch eine Diskussion. Und mit der Diskussion haben Sie jetzt auch die Chance, auf diese Fragen, diese Lücken, Missing Links, antworten zu können. Einmal war das Thema Versammlungsfreiheit, einmal war das Thema, what about left-wing extremism, also Linksextremismus. Und die, glaube ich, wichtige Frage, Ursachen. Woher kommen diese extremistischen Tendenzen? Das denke ich, ist ein wichtiger Punkt, der sich hier in der Diskussion noch gibt. Ich würde mal interessieren, weil Sie das nicht so deutlich zum Ausdruck gebracht haben, was meinen Sie mit den Einschränkungen, zum Beispiel Versammlungsfreiheit oder Grundrechte? Also ich erlebe das und habe das persönlich oft mitbekommen, gerade im Rahmen von Großveranstaltungen wie WM, EM, Olympia, der Expo 2000 oder auch im Kraftfahrttransport, wo einfach regelmäßig Grundsätze wie die Meinungs- oder Versammlungsfreiheit kategorisch ausgeschlossen werden. Das haben wir in Hannover gelebt, an den Säuberungen, so nenne ich sie mal, vor allen Dingen im Innenstadtbereich, dort in Demonstrationsverboten. Ich erlebe es und bekomme es jedes Jahr wieder mit beim Kastertransport ins Wendland. Auch dort gibt es kategorische Ausschaltungen der Grundgesetze, die dort nicht wahrgenommen werden von staatlicher Seite. Und deswegen habe ich Schwierigkeiten damit, wie Sie gerade, also verteidigungsartig oder erziehungsartig hier nochmal die Grundkategorien unserer freiheitlichen, staatlichen Ordnung hervorheben. Wie gesagt, das halte ich ja an sich auch nicht für falsch, aber ich habe mir, und deswegen frage ich mich, ob vielleicht zu sehr der Oberstaatsanwalt in Ihnen spricht, denn das befürchte ich leider. Und nicht den Hauch eines Rückblicks oder eines Ausblicks auf die Situation in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal grob, auch der heutigen Situation und dem, was uns oder Sicherheitspolitik, das ist auch ein Einschränkung der Grundrechte. Von sowas erfahre ich nichts von. Ich habe schon das Gefühl, ja, wir rutschen, wenn Sie das letzte ansprechen, im Grunde in einen anderen Themenbereich ein. Also die Frage ist ja, das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit. Also wenn wir jetzt über Sicherheitspolitik reden würden, wenn das jetzt das Thema wäre, dann würde man über Telefonüberwachung reden, über den sogenannten großen Lauschangriff, über verdeckte Ermittler, über die Entwicklung vor allen Dingen, die Dimension der Telefonüberwachung, alles was dazu gehört, dass Luftsicherheitsgesetz, die Frage eines Abschusses einer Zivilmaschine, dann natürlich der gesamte Überwachungsbereich, wie er sich inzwischen entwickelt hat. Also das sind Dinge, die würde man natürlich hier auch ausdiskutieren müssen, aber das gehört jetzt nicht zum Extremismus-Thema. Aber beim Extremismus-Thema erfahre ich nichts von Verknüpfungen, woher kommt es, wie kommt es dazu zustande, dass es solche Anschläge immer vermehrt gibt, dass die, gut, wir haben keine Toten mehr, Gott sei Dank, aber das ist natürlich auch also ein dumpfes Lächeln, das man dazu abgeben muss, wie denn doch auch die Gewalt immer mehr zunimmt. Ich finde es schwierig, dass ich auch keine Verknüpfung erfahre, um sie einfach einzelne Geschichten rausgreifen, um diese zu erzählen. Ich habe keinen Faden gefunden. Also Sie sagen ja, die Gewalt wird immer mehr. Da muss ich gleich alle Gegenheiten, ist es tatsächlich so, Gottlob, die Gewalt wird im Extremismusbereich sowohl links wie auch rechts sozusagen nicht mehr, sondern sie wird weniger. Das ist ein Problem, das glaubt man vielleicht gar nicht,
Aber da sind wir vielleicht auch Opfer der Berichterstattung, indem wir sozusagen etwas aufnehmen, was wir glauben, dass es so ist. Das ist in vielerlei Hinsicht so. Also wenn Sie zum Beispiel Christian Pfeiffer vom Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen mal hören über Entwicklung und Kriminalität, dann werden Sie vielleicht baff erstaunt sein, dass genau das Gegenteil eintritt, was zum Beispiel gerade in der Öffentlichkeit immer schnell diskutiert wird, dass es immer schlimmer würde. So meint man ja. Und bei den Gewalttaten von rechts und links ist es tatsächlich so, dass in den letzten Jahren es durchaus enorm nach unten gegangen ist. Aber es ist immer noch so viel, dass man natürlich keine Entwarnung geben kann, weil wen kann ich denn beruhigen damit, wenn ihm, nur weil er, ich sage mal, eine linke Zecke ist, in Anführungsstrichen, nicht, und da Platz gemacht werde von drei oder vier oder fünf, denen ich da begegne. Und umgekehrt übrigens natürlich auch, weil Sie gerade die Autonomen angesprochen haben. Also Rieger, unser verstorbener NPD-Vize, ist vor ein paar wenigen Jahren von einigen Autonomen angegriffen worden und so massiv, dass der Schädelbruch die Folge war. Also es passiert zwischen Linksextremen und Rechtsextremen eigentlich sogar der größte Bereich der Gewalttaten. Das ist etwas, wo der Bürger manchmal sogar sagen könnte, ich kann mich zurücklehnen, ich bin ja gar nicht betroffen. Zwischen diesen Kämpfenden von Rechts- und Linksextremen, das ist übrigens ein Phänomen, mit dem man sozusagen täglich konfrontiert ist. Und wenn ich täglich damit konfrontiert bin, warum erfahre ich es nicht in Ihrem Vortrag? Wir können natürlich, das muss ich vielleicht noch nachsehen, wir können natürlich in einer knappen Stunde, ich will jetzt mal gucken, das ist ein wichtiges Thema, da können wir natürlich nur begrenzt etwas sagen. Und vielleicht sollten wir, ich sage mal, mit Verlaub, den Dialog so ein bisschen mal, vielleicht für das nächste Mal, uns aufbewahren. Wenn jetzt konkret was käme, also würde ich sagen, in Ordnung, da könnt ihr ja versuchen mal zu antworten, aber ich denke, dass die anderen, die vielleicht was fragen wollen oder was beitragen wollen oder Kritik äußern, hier nicht außen vor bleiben. Wir haben auch eine Diskussion. Die Diskussion ist die Fortsetzung der Ausführungen. Es gibt natürlich noch Grenzen eines Vortrages. Es ist in 60 Minuten wirklich nicht mehr möglich. Das war ja ein starker komplette Beispiel. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, diese Europagespräche haben nicht nur streng wissenschaftlich, streng akademisch, theoretische, systematische, analytische Vorträge, sondern wir haben auch Leute hier eingeladen, die Praktiker sind, die aus ihrem Leben, aus den Erfahrungen berichten. Das ist natürlich dann manchmal anekdotenhaft, das ist beispielhaft, die mögen mitunter problematisch sein in der Auswahl, aber das liegt zum Teil eben auch an der Vorgabe, dass wir hier auch Praktiker reden lassen, Leute, die aus der Erfahrung sprechen und das nicht hier als Dozenten, als Soziologen mit noch eigentlich einfach verständlichen Wohnzimmerfaschismusbegriff arbeiten und anderen. Das ist ganz schwierig, auf den zu kommen. Die Reihe richtet sich auch an die breitere Öffentlichkeit, nicht an Akademiker. Insofern würde ich das auch ein bisschen das Ganze verstehen, für den Referenten zu brechen. Bitte schön. Ja, danke schön. Ich möchte vorweg nur sagen, also im Gegensatz zu der Fragestellung von vorhin, fand Ihr Vortrag ausgezeichnet. War wunderbar. Und alle festhalten. Schon an der Realität vorbei, wenn man glaubt, dass man in einer Stunde schon einfach nur links oder rechts oder Sicherheit oder Telefon oder das abhandeln kann. Also insofern meine ich das relativ gut. Nur vorweg. Zwei Fragen habe ich bitte, zwei kurze. Die eine war, Sie haben von dem Parteienverbot von der NPD zum Beispiel gesprochen. Und nehmen wir mal, es gäbe so ein Parteienverbot. Und vorhin haben Sie auch was mit der Verwirrung gesprochen. Gibt es denn, was machen die Leute, die in der Partei vorher tätig waren? Könnten Sie jetzt die NPD nicht die DKP zu KPD einfach umbenennen und einfach weitermachen, oder kann man denen auch ein Verbot erlegen, dass sie es nicht machen werden? Ja. Das ist nicht dürfen. Kann ich die zweite Frage noch stellen? Die zweite Frage im Nachhinein, es gibt ja diesen Satz des geistigen Brandstiftung. So, wo ist denn jetzt unbedingt die Grenze zwischen Redefreiheit und Volksverhetzung? Also wo ist wirklich, wo man sagt, da Schluss, weil wenn man... Sie haben zum Beispiel Männer angesprochen, oder die 16-jährigen Kinder, die irgendwelche Molotow-Cocktails reinschmeißen. Das machen die irgendwie aus langer Weile zu Hause. Sondern irgendwo haben sie es gehört, und ich erinnere mich damals an Mölln oder an Rostock, wo die Kekau gesagt haben, Mensch, ihr traut euch nicht, ihr spricht nur, wir führen es einfach aus. Also das ist für mich auch schon eine Volksverhetzung, nur da geht man nicht hinterher. Ich glaube, zu sehen, dass man eigentlich beim Antisemitismus viel strenger vorgeht, als zum Beispiel hier Taten, die zum Beispiel im Antisemitismus nicht so ran sind. Andere Volksgruppen, einfach aus der deutschen Geschichte heraus, wie Sie sehen. Ich will gerade mal was ausgreifen für den anderen Teil, der vielleicht eine Rolle spielen könnte. Also zunächst einmal ist eines klar. Der
erster Punkt ist eindeutig zu benennen. Wenn eine Partei verboten ist, haben wir generell das Problem, dass sich diese Partei sozusagen neu gründet mit einem anderen Namen, mit denselben Leuten. Das hat es mehrfach gegeben. Als die SRP verboten worden war, haben wir dann später zum Beispiel die Deutsche Reichspartei gehabt. Sie erinnern sich vielleicht, da war dann auch schon Adolf von Tappen da, der sich dort betätigt hat, und der hat nachher mit anderen die NPD aus der Taufe gehoben. Das heißt also, nun ist ja die DRP nicht verboten worden, sondern sie ist einfach untergegangen. Also man hat immer die Möglichkeit, auch eine Organisation, eine Vereinigung neu zu gründen. Wir haben zum Beispiel eine Vielzahl von Organisationen, Kameradschaften der Neonazis, die sind verboten worden und gründen sich mit denselben Leuten praktisch mit etwas anderem Etikett wieder neu. Dann ist die Frage, ist es dann eine Nachfolgeorganisation? Dann sind sie unterfallen in sie dem Verbot, wenn man das eindeutig feststellen kann. Wenn aber das nicht so eindeutig feststeht, dann muss man ein neues Verbotsverfahren anstrengen, und dann merken wir, das ist möglich, ist aber, ich sage mal, mühselig. Und ansonsten ist es vielleicht, wenn man es immer wieder tut mit solchen Vereinigungen, der Versuch einer Paralysierung natürlich. Also der Staat soll ja eigentlich, möchte ich es mal sagen, Flagge zeigen. Er soll ja nicht einfach sagen, naja, macht mal, das ist in Ordnung, ist ein Teil der Freiheit. Also das ist das Problem. Das haben wir schon ein paar Mal erlebt, dass dann es so ist, wie Sie gesagt haben, die unterfallen dann entweder dem Verbot oder sie unterfallen nicht, und dann muss ein neues Verbotsverfahren eingeladen werden. Also man kann nicht eine Person wirklich einschränken, die es in anderen Ländern gibt und sagt, hier, sie sind aber keine Partei. Ach, nein, es wird ja nur die Partei verboten, ja. Nicht der Mensch. Wie sollte ein Mensch verboten werden? Auch nicht die Meinung kann verboten werden. Die Meinung, die die haben, werden ja nicht verboten. Die sind ja nicht unzusetzen. Also wenn Sie dann fragen, und das ist eine ganz spannende Frage, wo ist denn nun die Abgrenzung zwischen Meinungsäußerungsfreiheit und eben zum Beispiel Volksverhetzung? Da muss man sagen, dieser Paragraph Volksverhetzung ist ein ganz besonderer, und er umfasst vor allen Dingen die sogenannte qualifizierte Ausschlusslüge. Das heißt also, das ist eigentlich der Kernbereich. Wer also dazu übergeht und sagt, ich bin der Meinung, das alles hat es nicht gegeben. Wenn zum Beispiel gesagt wird, und das machen ja viele, ich bin auf der Seite von Fred Leuchter. Fred Leuchter ist ein Amerikaner, der hat vor Jahren sich nach Auschwitz begeben, hat geschaut mit angeblichen Gesteinsproben, ob es denn das Zyklon B dort noch gäbe im Gestein. Völlig irre. Ne? Und kommt natürlich zum Ergebnis, es ist nichts festzustellen. Und daraus hat er den Schluss gezogen, es hat das nie gegeben. Und genau da merkt man, das ist die Erfindung des Weltjudentums. Das heißt also, da werden wir Deutsche erpresst mit Geld und. Das ist doch ein Teil von rechtsextremistischer Propaganda. Und das Irre ist ja daran, deswegen, da habe ich ja kein Verständnis für, weil die Frage ist, wieso kommen heute manche junge Leute dazu und glauben das mit einem Fanatismus, dass das alles nicht gewesen ist? Da kann ich sagen, gibt es da keine Antwort für. Für so ein Denken gibt es keine Antwort, woher das kommt. Es ist ja auch nicht der normale Denkende, der das hat. Es sind immer nur Extreme, es sind einige wenige. Wir müssen es auch immer mal deutlich sagen, die große, große Mehrheit ist doch nicht, ich sage mal, in so einem Fahrwasser. Und deswegen, wir reden immer über Extreme, und Extreme sind eben kleine Randbereiche. Und in Deutschland zurzeit ein wirklicher kleiner Randbereich. Das war das eine. Und dann hatten Sie noch angesprochen. Ja, also Sie haben die Frage jetzt schon beantwortet. Also Volksverhetzung bezieht sich dann wirklich auf die Auschwitz-Lüge? Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel? Also das Menschsein anderer völlig zu negieren. Das ist, ich sag mal, im Kernbereich. Also Volksverhetzung ist nicht, wenn ich über irgendeinen was sage. Nicht? Also es gibt Aufstammung zum Rassenhass. Es gibt Verherrlichung von Gewalt, das sind ja auch alles Straftatbestände. Ich müsste jetzt eigentlich mal graben und müsste Ihnen einige Dinge vorlesen, was da gesagt wird. Ich sage nur mal vier Zeilen aus einem bestimmten Lied. Da heißt es dann, und das ist ein Lied, das heute gespielt wird, da kommt der Paul mit seinem Rollstuhl an. Ich steche ihm beide Reifen platt, da schreit er, Mensch, was soll das, Mann, jetzt trete ich zu, jetzt ist er satt. Das muss ich mir vorstellen. Nicht? Da kommt einer im Rollstuhl an, und dann findet es einer ganz großartig, dass er nicht nur die Reifen durchsticht, sondern dann auch noch zutritt. Ja, und die Frage ist, woher kommt das? Ist das sowas wie lebensunwertes Leben? Ist das so wie unnützer Esser in der damaligen Zeit? Und da merkt man plötzlich, wenn das ein 16-, 17-Jähriger für richtig befindet, da gibt es gar keine Antwort auf die Frage, woher kommt das? Kommt das von zu Hause? Na, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Nicht? Das kommt irgendwo, aus welchen Dingen auch immer. Und vielleicht hat er auch einen Zugang zu solchen Propagandamaterialien und findet das gut. Das sind ja klare Antworten, wie er glaubt. Das sind klare Antworten, oder er hat sie von den Kreisen, wohin er vielleicht ein bisschen tendiert. Also in Schulen kann man erleben, dass dann, sagen wir mal, 2, 3, 4, 5 vielleicht in so einer Aula sitzen. Aber der Rest ist im Grunde die ganz normale
Mehrheit, wo wir nie Sorge haben müssen, dass und auch kein Ausländer Sorge haben muss, dass dem dort, ich sage mal, Hass entgegensteht oder was der Art ist. Gleich dazu, ich glaube, den berühmten Hassprediger von Köln, das war Kammer, glaube ich. Ja. Da war die Problematik ja, glaube ich, sogar, dass das deutsche Strafrecht nicht zog und es dann zum Ausweisung in die Türkei, glaube ich, kam. Ist er da eigentlich verurteilt worden? Ja, das war verurteilt worden. Hingegen ist bei dem Thema, das noch ein weiteres Thema wäre, das könnte man als fünften Punkt nominieren, der islamistische Fundamentalismus, islamistische Extremismus, ein eigenes Thema, dass man hier mit Extremismus aufhandeln müsste. Der konkrete Fall Köln. Also Kaplan ist ausgeliefert worden in einer Nacht- und Nebelaktion. Das ist wieder so ein Punkt, da würden Sie vielleicht recht bekommen. Da hat man nämlich tatsächlich nicht die Rechtskraft des Verwaltungsgerichtsverfahrens abgewartet. Also das Bundesverwaltungsgericht hatte noch nicht entschieden. Das Verwaltungsgericht Köln hatte das zulässig befunden, dass er ausgeliefert wird an die Türkei, wegen Taten, die die Türkei betreffen. Und natürlich hatte man auch nicht so richtig Lust, in Deutschland noch hier zu behalten, als den Hassprediger, wie er so aussortiert wurde. Also man hat, wie gesagt, ohne Rechtskraftabwartung ihn abgeschoben und da hat man gesagt, naja, jetzt ist er weg, jetzt können wir auch nicht wiederholen. Ne? Also ich sage mal ein bisschen zynisch, das war am Ende die Bundesregierung, die das auch sozusagen mitgetragen hat, obwohl sie für die Entscheidung gar nicht zuständig ist. Denn das ist eine Entscheidung der Stadt Köln bzw. als Ausländeramt, ihn abzuschieben. Und ja, verurteilt worden war er, glaube ich, in Deutschland, bin ich jetzt nicht sicher, noch nicht. Also er ist jetzt in der Türkei abgeurteilt worden, ich weiß nicht zu was, aber er ist verurteilt worden. Also da hat man, sag mal, Kritik in Deutschland angesetzt, dass er eben abgeschoben worden ist, ohne dass die rechtsstaatlichen Institutionen abschließend entschieden haben. Bitte. Eine Frage ans Jurist. Heute Morgen haben wir viele gehört, in Hamburg ein Dunkelhäutiger auf der Wiese von einem zusammengeschlagen worden, haben Sie von Nachrichten gehört, und dieser junge Mann hat ein NPD-Aufkleber ans Auto geklebt, Deutschland in Deutschland. Der Täter. Ja. Wie ist das juristisch zu beurteilen? Das ist, er handelt ja offensichtlich im Auftrag der Partei, dazu stellt er so zu dar. Also, ich glaube nicht, dass der, wenn es zu einem Schaferbahn käme, jetzt, was jetzt erwartet ist, dass der nun sagen wird, ich habe im Auftrag der Partei das gemacht. Die Partei würde sich möglicherweise nach außen hin, zumindest von ihm distanziert. In Wirklichkeit, weil wir viele solcher Fälle kennen, werden sie insgeheim sagen, wie noch, der hat das Richtige gemacht. Aber das werden sie außen hin nie zu. Ja, also, im Auftrag der NPD hat er das mit Sicherheit nicht gemacht, das glaube ich nicht. Ohne Freiheit zu kennen, kann ich mir das nicht vorstellen. Nein. Dass der einen NPD-Aufkleber hat auf seinem Wagen, heißt noch nicht mal, dass er in der NPD ist, muss nicht heißen. Nein, er hat es aber diesen Dunkelhäutigen im Schlagzeug, so optimistisch, wie Sie gesagt haben, und ich bin auch froh zu hören, dass die Justiz nicht zahnlos ist. Ich bin nicht optimistisch, aber dass es in der Kommune gelingt, damit da steckt eine Erfahrung, dass ich mit einer Schülergruppe mal eine Projektwoche über Extremismus gemacht habe und über das Jugendamt in Hildesheim interviewt habe, und der Jugendamtsleiter sagte einfach, gibt es bei uns in Hildesheim nicht, ist ja nicht. Also man kann die Augen zumachen und dann ist das Thema erledigt. Und ich habe überhaupt keinen Optimismus mehr, dass dieser Wohnzimmerfaschismus wirklich zu bekämpfen ist. Also ich fahre viel Lust, was man da hört, ist schon mal erstaunlich. Und ich habe auch viele Gespräche zu diesem Thema mit Eltern aus der Elterngeneration gehabt, da ist man, da schlagert man mit den Ohren, man lese die das. Also, dass dieser, oder wenn sie Angst haben, muss man ein naher Verwandter, weil das ungewöhnlich ist. Und er muss vor dem Hellwerden zum Dienst fahren mit der S-Bahn. Also, und man freut sich, wenn er abends wieder da ist. Ich habe leider nicht missverstanden. Also, ich bin nicht der Meinung, dass wir den Wohnzimmerfaschismus ernsthaft bekämpfen können. Wie sollte man das auch tun? Was kann denn der Staat tun, dass Leute ein Stück mehr Überzeugung nicht haben? Die Sprache von uns als Bürger. Ja, wir. Und da bin ich auch nicht optimistisch. Also, darüber kann man wieder, glaube ich, lange streiten. Aber wir haben alltägliche Dinge dieser Art. Das ist der alltägliche Faschismus, den wir sozusagen ja sehen müssen. Ich will einfach nur ein Beispiel. Das ist ein Beispiel für viele. Sagen. Stellen Sie sich vor, man fährt in einem Zug von Hannover nach Magdeburg. Es sitzt in dem Abteil ein Rechtsanwalt aus Hannover, der in Magdeburg auch noch eine Kanzlei hat.
Maurer hat da keine Fahrerlaubnis mehr, das hat aber auch seine Gründe. So. Und dieser Anwalt, der fährt in einem Zug und ihm gegenüber sitzt eine junge Schwarzafrikanerin, die ist Dozentin an einer der Akademien in Magdeburg, ich glaube sogar medizinische Akademie oder jedenfalls Universität. So, jetzt sitzen die sich gegenüber, alleine im Abteil, am Fenster. Und er macht sich schon so ein bisschen mit seinen Beinen da breit so, nicht? Und drückt immer mehr, dass sie sozusagen eingeschränkt wird. Dann nickt sie ein und als sie wieder aufwacht, hat er sich so breit gemacht, dass sozusagen sie dann wirklich, ich sage mal, sehr krumm sitzt und sagt dann höflich im besten Deutsch, ob er denn nicht mal so ein bisschen wieder seine Beine da so hinbuxiert, dass es noch Platz ist. So. Und was passiert jetzt? Jetzt rastet der aus und tritt ihr massiv gegen die Beine, dass sie ein Hämatom hat. Ja, die Frage ist jetzt natürlich nicht zu beantworten. Ist das jetzt Ausländerfeindlichkeit oder ist das schlechtes Benehmen oder was auch immer? Ich will es Ihnen sagen, es ist eine Körperverletzung. Wenn wir nicht das Motiv ergründen können, dass es diese Ausländerfeindlichkeit ist, bleibt es das die Straftat Körperverletzung, das bleibt sowieso. Natürlich würde man noch ein bisschen mehr überlegen, wenn es das wäre mit der Ausländerfeindlichkeit, weil das ja eine Frage ist des Strafmaßes, nicht? Da kommt ja noch etwas zu. Also der ist nachher verurteilt worden und das war's dann. Aber was für einen Eindruck so eine junge Frau haben muss anschließend, das wage ich mir nicht vorzustellen. Vielleicht ist es aber auch hin und wieder schon wieder passiert. Also, ich sage mal, es ist ein alltägliches Beispiel, was jeden Tag in einer U-Bahn, in einer S-Bahn, in einem Bus oder so passieren kann. Das, denke ich, haben wir alle irgendwo schon mal gelesen. Und mit dem NPD-Aufkleber, ja, kann so sein. Und da hat es in Stuttgart das Verfahren gegeben, dass man geglaubt hatte, in der Justiz, in der Staatsanwaltschaft dort, das ist ein verfassungswidriges Symbol, das da verwendet wird und deswegen eine Straftat. Und wenn man darüber mal ein bisschen nachdenkt, kommt man eigentlich zum Ergebnis, wieso soll das eine Straftat sein? Da ist man ja gerade gegen, erkennbar dagegen und nicht dafür. Es hat ein bisschen gedauert. Am Ende zum Oberlandesgericht schon. Bis dort entschieden worden ist, dass das kein Verstoß gegen das Strafgesetz ist, sondern eigentlich ein Symbol gegen Neonazismus. Und deswegen straflos. Also man merkt, dass auch da so ein bisschen Tasten durchaus auch in der aktuellen Justiz ein Voranschreiten. Darf ich doch nochmal das Thema Linksextremismus antworten? Ich denke, ein paar Sätze müssen wir dazu hören. Wie schätzt sich den Linksextremismus ein in der Bundesrepublik Deutschland? Ich habe vorhin hingewiesen auf diese wechselseitige Verbindung, auch der Radikalisierung der Gewaltbereitschaft zwischen links und rechts. Und dann vielleicht noch eine Frage auch zum fundamentalistischen Extremismus. Man hat aus den Kreisen von Verfassungsschützern vernehmen können, nach dem 11. September, hat man zum Teil offen freiwillig gesagt, wir waren eigentlich vor dieser Zeit viel zu stark auf diesen Rechtsextremismus fixiert und haben diesen islamistischen Fundamentalismus, diesen Extremismus unterschätzt. Zwei Fragen, riesige Fragen, wenn wir in zwei Richtungen auch teilen, dass man aus der deutschen Geschichte heraus zu stark auch auf diesen rechtsextremen Extremismus geachtet hat. Also das ist ganz schwer zu beantworten, weil da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es spricht eigentlich dafür, dass wir als Deutsche wegen des Dritten Reiches sehr scharfäugig sind, was rechtsextreme Entwicklung angeht. Das ist einfach so. Das wird auch verlangt. Und wenn man mal die gesamten Konzepte aller Institutionen sich anschaut, dann kommt man immer zum Ergebnis, es geht eigentlich immer um Aufklärung gegenüber Rechtsextremismus. Das ist also von der Menge her einfach schon so. Bei Linksextremismus ist es deshalb so interessant, weil wenn man jetzt mal den Bürger fragt, da merkt man plötzlich, sieht es anders aus. Der Bürger sagt häufig, nicht jeder, aber man hört es häufig, ja, es wird zu stark immer der Rechtsextremismus betont. Und dann kommt immer, wo bleibt der Linksextremismus? Und dann muss man mal sagen, natürlich ist er auch da, aber der äußert sich mehr durch Landfriedensbruch. Der äußert sich mehr übrigens, und da muss ich mal deutlich sagen, das Anketten mit Betonblöcken hat mit Demonstration und Meinungsbruch. Nein, das habe ich nicht gemacht. Demonstration ist ja alles in Ordnung. Demonstration dagegen ist es also nicht einzuwenden. Nur, was in Gorleben geschieht und was den deutschen Steuerzahler, ich sage mal, am meisten ärgert, ist der Aufwand, der getrieben werden muss gegenüber denen, die sozusagen Schienen blockieren, die sozusagen das machen, was am Ende enormen Zeitverlust und natürlich Personalkosten verursacht.
Also ich weiß nicht, was so ein Bohrlingtransport kostet durch die Polizeimaßnahmen. Das geht in die Millionen. Und das sagt niemand anders als der Steuerzahler. Am Ende kommt er ja an, das wissen wir ja auch. Und ich will es nochmal sagen. Also Demonstration ist das eine. Meinungsäußerungsfreiheit ist auch das andere. Aber bitte dann nicht mit solchen Aktionen, die, ich sage mal, selber Gewalt darstellen. Da kann mir keiner erzählen, dass das keine Gewalt ist, wenn das da, ich sage mal, mit Baumstämmen über die Schiene und, alles dieses hier. Also das hat mit den Demonstrationen wirklich nichts zu tun. Aber genau da haben wir, ich sage mal, eine ganz andere Dimension. Und interessant ist übrigens noch, die NPD ist auf diesen Zug schon längst aufgesprungen. Sie meinen jetzt, ja, seit langer Zeit, wenn wir da auch noch dabei sind, vielleicht gelingt es uns sogar eine Art Solidarisierung mit anderen hinzukriegen. Klappt sicherlich nicht, aber sie versuchen es. Also zu dem Linksextremismus muss man wirklich sagen, sie sind mehr durch Landfriedensbruch, aber auch durch Körperverletzung, genauso wie Rechtsaußen gekennzeichnet, aber sie gehen nicht gegen Andersdenkende außer den eigenen, in Anführungsstrichen, rechten Gegnern vor. Sie gehen nicht gegen Ausländer vor, sie sind nicht gegen jemanden, der behindert ist und einiges mehr. Das ist der Unterschied zwischen Rechts- und Linksextremismus. Deswegen will ich aber trotzdem nicht sagen, der Rechts- und Linksextremismus könnte, weil der Rechtsextremismus uns größere Probleme bereitet, könnte der sozusagen vernachlässigt werden. Um Himmels Willen. Wir haben beide Extremismus-Spieler und beide haben im Grunde das Ziel, diese Gesellschaft zu verändern, sie zu bekämpfen, sie entweder auch in ihrem Sinne abzuschaffen, wobei beim Linksextremismus, sagen wir mal, außer plakativen Äußerungen, die auch nicht gerade groß an, die da ist im Grunde etwas, sagen wir mal, Intellektuelles nicht da. Bei der RAF war es im Grunde auch nicht der Fall. Also die Qualität der Flugblätter der Weißen Rose 1943 war eine ganz andere Qualität intellektueller Art als das, was wir auf Flugblättern, ich sage mal, heute meistens erleben. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, das weiß ich. Ich kenne einige, die durchaus eine Qualität haben und eine Erfahrung. Teile ich nicht die Meinung, aber es hat sozusagen eine gewisse intellektuelle Qualität. Das kann man auch sagen. Ja, also da möchte ich sagen, wir haben natürlich den Bereich des Terrorismus und den muss man sorgfältig trennen. Also das ist eine Extremismus, das andere ist Fundamentalismus und die Form von Terrorismus. Wer 3000 Menschen tötet durch einen Anschlag, wie er geschehen ist, der kann nicht für sich in Anspruch nehmen, dass er irgendwo eine Akzeptanz erfährt, aus welchen ideologischen Gründen auch immer. Aus dem Grunde ist das ein anderer Bereich. Wir haben natürlich einen internationalen Terrorismus, wie jeder weiß. Wir haben Madrid erlebt, wir haben London erlebt, wir haben Beslan erlebt, wir haben das Theater in Moskau erlebt mit 300 Toten. Wir haben die Diskothek auf der Insel Navoas in Bali erlebt. Also wir haben erlebt, wie zum Beispiel die USS Cole angegriffen worden ist. Und ich glaube, 17 US-Marines sind dort getötet worden. Also wenn man diese ganze Palette nimmt, der Kofferbomben, das Kofferbombenattentat, das zum Glück nicht funktioniert hat, hätte möglicherweise viele, viele Tote bewirkt auf dem Kölner Bahnhof. Alles das haben wir. Und aus dem Grunde denke ich, es ist eben aus den unterschiedlichsten Quellen gespeist. Von Afghanistan will ich jetzt gar nicht reden. Also Al-Qaida ist natürlich der Zentralbegriff für vieles. Dennoch, wir haben eine lange Geschichte von Terrorismus, genauso wie wir eine lange Geschichte von Extremismus haben. Das Dritte Reich hat ja nur geflügelt, das, was vorher schon in Folge drin war. Das ist auch das Problem. Was in Folge drin war, wurde geflügelt. Und da kommen die Kriege heute zum Teil, jedenfalls bei einigen, wieder zum Ausdruck. Und bei den terroristischen Maßnahmen, da denken wir doch nicht so, wie viele Flugzeuge sind entführt worden und in der libyschen Wüste zum Explodieren gebracht? Und zwar in welcher Zeit? Was war 72 in München? Nicht? Nur, dass man darüber nachdenkt. Es ist ja nicht so, dass das alles erst heute oder gestern gekommen ist. Dass die Amerikaner dieses Trauma erleben mussten mit dem 11. September, ist natürlich eine Dimension, die sie sich nie haben vorstellen können in ihrem eigenen Lande. Und da kommen natürlich dann am Ende politische Entscheidungen, über die man lange, lange nachdenken muss. Und es ist nicht so, dass die Europäer mit den Amerikanern ja in allem übereinstimmen. Was ich jetzt gerade gelesen habe, der Datenfluss, der jetzt sozusagen von Banken und in die USA offensichtlich von der EU genehmigt gehen soll, wo kein Deutscher und kein Europäer weiß, was mit den eigenen Daten geschieht, die sozusagen ihm vorauseilen in die Vereinigten Staaten. Da bin ich mir nicht sicher, ob das eigentlich im Sinne aller Grundrechte des Rechts auf Information in der Selbstbestimmung, wie es so schön heißt, ist. Da habe ich auch meine großen Bedenken, weil man immer das Gefühl hat,
man ist nicht mehr Herr seiner eigenen Daten. Wenn ich telefoniere mit dem Handy und ziehe eine Spur hinter mir her und ich setze alle, die auf mich angesetzt sind, sozusagen in die Lage, dass sie mir folgen können, weil ich ja Geodaten produziere, dass ich auf 50 Meter identifiziert werden kann, das ist etwas Schönes für Zivilfahnder. Aber die Frage ist ja, was macht man denn sonst mit den Daten, die man dann erfährt? Und ich kann nur sagen, die Warnungshinweise der Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes kommen doch im Grunde jeden Tag aufs Neue und ich meine, das muss man ernst nehmen. Das ist ein Problem, wo allerdings wir merken, ein Sicherheitspolitiker, ein Innenpolitiker ist immer anders gepolt als jemand, der zum Beispiel Justizminister ist. Das ist einfach so. Da gibt es auch intern in einer Regierung immer Klärungsbedarf. Also Brigitte Zypris als Bundesjustizministerin, solange sie im Amte war, mit Schäuble hat sich munter gerieben. Und wenn dann auch noch das Bundesverfassungsgericht angerufen wird und in einer Reihe von Verfahren sozusagen den Gesetzgeber zurückpfeift, das haben wir ja erlebt. Herbert Brandl von der Süddeutschen Zeitung, der übrigens mal Staatsanwalt war, jetzt ist er was Gescheites, nämlich guter Journalist, der hat das Buch gerade vorgelegt vor einiger Zeit, Der Terrorist als Gesetzgeber. Und was meint er? Dass wir im Grunde alle Gesetze schon erlassen haben, um diese Freiheit ein klein wenig mehr einzuschränken, und zwar im Sinne der Terroristen, dass wir unsere Freiheit im Grunde gesetzlich vorher etwas mehr aufgeben, als wir es jemals vorher eigentlich bereit waren. Auch das sind Probleme. Und da sagt Herbert Brandl, fand ich sehr schön, aber das Bundesverfassungsgericht steht wie eine Eins. Also da ist was dran. Da ist was dran. Nun sagt der Bürger wieder, was geht mich das eigentlich an? Ne? Wieso sagen die, das Luftsicherheitsgesetz ist verfassungswidrig mit dem Abschuss von einer Verkehrsmaschine? Und da kommt plötzlich der Bürger und es kommen Professoren dazu. Die sagen, naja, 300, die nach Mallorca fliegen, werden nun abgeschossen. Naja, aber man muss doch denken, wenn die auf der Allianz Arena niedergehen, dieses Flugzeug, und 60.000 werden da getroffen, ja, da muss man doch mal rechnen. 300 gegen 60.000. Und da merken wir plötzlich auch, was für eine irren Ideenwelt wir da so verpflichtet sind oder uns verpflichtet haben, verpflichtet zu sein. Karlsruhe hat sowas von deutlich gesagt. Jedes Menschenleben zählt so, dass es nicht gegen ein anderes aufgerechnet werden kann. Und dann kommt der entscheidende Satz. Es werden nicht Rechtsbrecher getötet, wenn es zu einem Abschuss kommt, sondern Unschuldige, die keine Störer der öffentlichen Ordnung sind. Und es ist so, dass der Staat töten würde Unschuldige. Und das darf der Staat nicht. Man kann nicht auf die Idee verfallen, sagt Karlsruhe jedenfalls, das hängt mit Brücke zusammen, dass man allein aus einer Gegenrechnung sich berechtigt fühlen darf, sich für den Tod von Staatsleben zu entscheiden, für die einen und für das Leben der anderen, von denen übrigens keiner weiß, wessen Leben dann überhaupt in welcher Form gerettet werden würde. Und am Ende muss man an die Piloten denken. Jeder denkt im Augenblick auch an die Lokführer. Na, dann, klar, gar keine Frage, da muss man mal solche Fälle erlebt haben, was das bedeutet für die einzelnen Betroffenen. Aber der Pilot, der da oben ist, von der Alarmrotte der Luftwaffe, die nehmen jetzt Kontakt auf mit dem Flugzeug. Wissen ja noch gar nicht, ob es entführt ist. Das muss man erst mal herausfinden. Der Funkkontakt ist vielleicht abgerissen. Man muss erst mal sehen. Und dann ist der Pilot da oben in seiner Kanzel seines Jets derjenige, der seine Erkenntnisse nach unten gibt. Und dort ist der Bundesminister der Verteidigung, wer immer im Amte sein mag. Und der soll jetzt entscheiden, Abschuss. Sie müssen sich vorstellen, was das bedeutet für den Piloten da oben. Es gibt viele Piloten der Luftwaffe, die haben gesagt, ich würde mich da raushalten, ich würde mich nicht dafür hergeben, ich würde die Verantwortung nicht übernehmen, denn der Verteidigungsminister, der kann sich nur auf das verlassen, was ich da oben sage. Sie müssen sich das vorstellen, was das heißt. Aber Sie sind ja draußen vor, inzwischen bei Karlsruhe gesagt hat, der Abschuss einer Zivilmaschine ist verfassungsrechtlich unzulässig. Und jetzt kommt noch etwas, das ist das Handwerkliche. Der Abschuss einer Zivilmaschine wäre eine militärische Handlung der Bundesluftwaffe und damit der Bundeswehr. Und das ist verfassungsrechtlich unzulässig. Das heißt, man müsste die Verfassung ändern, um das für zulässig zu erklären. Und das wiederum setzt voraus, zwei Drittel Mehrheit Bundestag und Bundesrat. Und wenn Sie darüber nachdenken, das kriegt keiner zustande, das wird nicht kommen. Da hat sich Schäuble zwar sehr stark gemacht, aber das wird nicht kommen, weil die zwei Drittel Mehrheit gar nicht da sind. Den Einsatz der Bundeswehr, militärisch im Inland der Bundeswehr in Deutschland, auch zur Terrorismusbekämpfung. Aber das war ja schon eine schwierige Sache beim G8-Gipfel, ne? Mit dem Einsatz. Ja, Eric, nicht? Und der einiges mehr. Ja, das ist ja ein Thema für sich. Da, also, das hat übrigens ein Garantist so schön genannt, Scheinheiligen Land. Ne?
Also, naja, das, also der Zaun und alles das, was, also was da so geschehen ist, Aufklärungslüge der Bundesluftwaffe. Deswegen hat es ja auch ein parlamentarisches Nachspiel gegeben. Sie haben, glaube ich, eine Frage aufgeworfen. Bitte, wollen Sie aufhören? Ja, wie ist das mit den autonomen Gruppen? Sind das auch Extremisten oder ist das einfach nur Moral machen? Ja, das ist schwer zu beantworten. Warum? Weil es gibt darunter auch die einen wie die anderen. Also es gibt natürlich eine ganze Reihe, die nehmen jede Gelegenheit wahr, um das zu tun, was sie gerne haben. Also in Berlin werden Autos in Brand gesetzt, 250. In Frankreich tun es in Straßburg genauso, in Paris zu bestimmten Zeiten. In Hamburg, im Schanzenviertel. Also ich kann Ihnen nur raten, würde ich auch nicht machen, im Schanzenviertel mein Auto zu parken. Ja, warum? Weil dort nicht akzeptiert wird, das Eigentum des anderen. Das ist natürlich eine Sachbeschädigung. Es ist keine Brandstiftung, weil es kein Haus ist. Also es ist eine Sachbeschädigung, aber schlimm genug. Also es sind viele darunter, die sind auf Krawall gebürstet, sage ich jetzt mal. Weil sie jede Gelegenheit nutzen, das kann genauso gut ein Fußballspiel sein, das kann alles Mögliche sein, das kann der 1. Mai sein. Mit 1. Mai haben die übrigens in aller Regel nichts zu tun, weil sie noch nie eine Stunde gearbeitet haben in ihrem Leben. Das sind auch etliche. Kann ich nur wirklich sagen, ich kenne ja noch etliche, ich habe mit einigen mal zu tun gehabt und ich kann wirklich sagen, da sind viele. Ja, die Frage ist, was macht denn ein Autonomer? Jedenfalls ein Großteil. Ist er in einem Arbeitsprozess, ist er irgendwo, ich sage mal, aktiv? Wir haben Hooligans, die sind normale Bürger, jedenfalls am Tage. Und am Wochenende, wenn das Fußballspiel ist, dann sind die plötzlich die Schläger und finden es unglaublich geil, mit anderen sich sozusagen zu kloppen. Das ist auch ein Phänomen. Dieses Phänomen wird man nicht Herr, das ist auch klar. Da sind wir im Grunde als Gesellschaft hilflos. Das Strafrecht ist ein Mittel, aber es rührt ja nicht an den Ursachen. Ja, muss man. Sie, bitte. Eine Frage nochmal. Kennen Sie die Webseite Politically Incorrect? Die vom Verfassungsschutz auch mit beobachtet wird. Und zwar ist das so eine Webseite, das ist die größte deutsche private Webseite, die das gelesen nennt sich ja Blog heutzutage, über 50.000 Leute, die da schon lesen. Die nennt sich halt pro-israelisch, pro-amerikanisch, um sich halt von der rechten Szene ein bisschen zu distanzieren, weil sich auch pro-israelisch nennt. Aber im Grunde genommen ist diese Webseite übelster Verleumdung und übelster Hetze gegen alles, was nicht eigentlich rein deutsch ist. Und zu meiner Frage von vorhin nochmal, wo es darum ging, diese geistige Brandstiftung, und es gibt auch ein Sprichwort, ich glaube, es ist ein chinesisches, bin mir nicht sicher, wo es heißt, man soll die Schlange köpfen, solange es klein ist. Also, ich warte, bis es groß ist und dann nicht angreifen. Und die bilden inzwischen schon Landesgruppierungen und so weiter und so weiter. Also muss man denn manchmal wirklich warten, bis irgendwas passiert? Und schade, dass Sie die Webseite nicht kennen, weil ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Ja, ist der verfassungsrechtlich einschätzen? Also es gibt enorm viel übrigens, wer sich ein bisschen kundig machen möchte. Also das ist ja nur ein Beispiel. Ich habe das jetzt mal mitgebracht. Also der Verfassungsschutzbericht des Bundes, wie auch der Länder, die kann man sich ja kostenlos anziehen. Man kann sie bestellen, man kann sie im Internet runterladen. Also das ist jetzt der Bundesbericht, also enorm. Das sind dann 370 Seiten, man muss sich jetzt mal vorstellen. Da sind nicht nur Statistiken drin, da sind Bilder drin, da sind Beispiele drin. Da ist übrigens möglicherweise auch das drin, was Sie angesprochen haben. Aber damit rühren Sie ein großes Problem an. Es wird zwar verstärkt seit geraumer Zeit die Beobachtung vorgenommen von dem gesamten Internet. Auch solche Dinge, ganz sicher. Aber die Bekämpfung ist ein großes Problem. Warum? Weil vieles nicht in Deutschland beheimatet ist, sondern im Ausland. Das bedarf einer internationalen Rechtshilfe. Das bedarf übrigens auch einer Harmonisierung der Strafgesetze. Und da scheitert es häufig dran, weil es gibt Länder, dazu gehört übrigens Großbritannien, Vereinigte Staaten, auch Dänemark übrigens, interessanterweise, und Spanien, um nur mal jetzt einige zu nennen, die haben bestimmte Dinge einfach nicht auf ihrem Schirm als Straftat. Das heißt also, wir Deutsche sind der Meinung, das und das ist strafbar. Es hilft aber nichts, wenn der Betreffende in seinem Land oder ein Deutscher in dem Land ist, dann wird er sozusagen uns nicht zur Verfügung gestellt. Das ist so, weil es keine Straftat ist. Und jetzt kommt das Nächste. Wenn es kein Deutscher ist, also ein Ausländer und im Ausland so etwas macht, dann ist es ohnehin nach deutschem Strafrecht erst dann strafbar, wenn es hier sozusagen rüberschwappt nach Deutschland, aber dann wiederum muss man ihn haben. Es gibt ein Beispiel, das mir gerade einfällt. Ein paar Jahre her, Länderspiel Deutschland-Polen. Und da haben, wie immer in solchen Fällen, jetzt haben wir nicht viele Autonomen da, sondern da haben wir viele Rechtsextreme, die sind extra nach Polen gefahren, um dort zu demonstrieren, den Polen zu zeigen, Herrenrasse, Darwinismus, alles, was sozusagen das Herz so übervoll werden lässt.
Und da haben Sie in die Kameras, und da wussten Sie, was die Kameras zeigen, nämlich Sie, und es wird transportiert nach Deutschland, weil es ja Live-Berichterstattung ist. Und da haben Sie bestimmte Dinge gesagt, wie also Hitlergruß gezeigt und andere Dinge. Das ist alles im Fernsehen zu sehen gewesen. Und darüber hat man zum ersten Mal nachgedacht, weil es das erste Mal war. Ist das jetzt eine Tat, die in Warschau im Stadion jetzt nur begangen wurde? Oder ist es auch eine Tat, die einen Tatort in Deutschland sozusagen begründet? Und am Ende hat die Justiz tatsächlich bestätigt durch die Höchstrichter die Rechtsprechung gesagt, jawohl, das war bewusst so gemacht und deswegen ist der Tatort auch Bundesrepublik Deutschland, unabhängig davon, ob das in Polen strafbar ist oder nicht. Also, das ist so eine Aussage. Und die Internetseiten sind, ich sage mal, ein Riesenproblem wegen der Ausländerbewegung. Das ist schon eine Auslandsbewegung. Also das LKA ist bemüht und bemüht und so weiter, aber Sie müssen sich vorstellen, es ist häufig auch ein Personalproblem. Die Ressourcen innerhalb der Polizei sind ja nicht so ausgebaut, dass man all diesen Seiten nachgehen kann. Also wir sind kein Polizeistaat, wo man jeden Bürger vor irgendetwas schützen kann. Hat mal ein Kugelkopf gesagt, wenn man das hinkriegt, jeden Bürger zu schützen, dann kann man auch jeden Bürger unterdrücken. Das ist so. Also meine Maßstäbe, wenn ich mir so eine Seite anschaue, und das ist wirklich nicht irgendeine Seite, das sind ziemlich bekannte. Ja. Die heißt pi-news.net. Könnte man sich anschauen. Ja. Wenn man die Wörter dort einfach austauschen würde, die dort stehen, bezüglich Türken oder andere Nationalitäten, das mache ich immer. Ich switche es einfach um und setze dann Google ein. Dann gäbe es die Seite nicht. Hundertprozentig. Ja, also, es gibt nämlich auch Lieder aus dieser Szene. Das wirft nochmal die Frage auf, ob man bei Antisemitismus schärfer reagiert die Frage als bei Ausländerfeindlichkeit. Also, sagen wir mal, in der Justiz reagiert man gleichermaßen. Also da ist gar keine Frage. Aber der Staat reagiert und auch die Bevölkerung reagiert zum Teil unterschiedlich. Wobei das ein bisschen abhängig ist von der Grundeinstellung, also der Einzelnen. Das muss man auch mal sagen. Ich habe hier mal so eine Umfrage, ich sage das mal in der Kürze der Zeit. Wo ist denn die Ausländerfeindlichkeit größer, im Osten oder im Westen Deutschland? Im Osten, ja, das ist in der Tat so. 30% im Osten gegenüber, naja, es ist aber interessant, 24% im Westen. Also es ist nicht so, dass im Westen dann nicht. Also es ist weniger, aber es ist auch da, im Osten aber stärker. Befürwortung der Diktatur, also jetzt allgemeine Diktatur, da liegt der Osten auch vor uns, vor dem Westen mit 9-7%. Sozialdarwinismus, also Rechte stärken und vieles mehr, 5%, keine Unterschiede zwischen Ost und West, am stärksten sind aber die Differenzen beim Antisemitismus. Was glauben Sie, wo da die Größenordnung stärker vorhanden ist? Im Westen. Und zwar, da sind die Werte mit 15% deutlich höher als im Osten mit 5%. Und darüber kann man auch nachdenken. Und ich denke, es gibt eine Antwort, die liegt auch in der antifaschistisch-demokratischen Erziehung in der DDR, weil dort also Antisemitismus eben auch ein Teil war, obwohl die DDR Politik mit Israel selber nichts Positives im Blick hatte. Das war ein imperialistischer Staat aus ihrer Sicht und deswegen, weil es das war, hat man die anderen natürlich auch nicht geschützt, weil sie auch sozialistisch waren oder nicht sozialistisch. Also da hat man im Grunde gegen Israel ist man zu Felde gezogen und hat vor allen Dingen abgelehnt, Entschädigungshandlung zu leisten. Mit dieser Begründung. Ist ein imperialistischer Staat, den unterstützen wir nicht. Also, dass sich die Deutschen in der DDR da rausgeklammert haben aus der deutschen Verantwortung, das ist eigentlich auch ein, im Grunde ein Skandal, der bei der SED alleine liegt. Bitte nicht im Herzen erzählen. Und zwar im Begriff der Entsolidarisierung. Meine Artikel kommen wir schon weiter. Sie können jeden Tag aufs Neue auch in die Großseite stellen, oder wenn die Jugendlichen als Fahrschüler in der Bahn sitzen, die tollsten Aussagen erleben und auch die schlimmsten Verhaltensweisen. Und sie werden erleben, dass die Leute das Abteil wechseln, reingucken oder sogar aus dem Zug gehen, habe ich alles erlebt. Und sie haben das nämlich vorhin so ein bisschen auch schon rausgesagt, wir sind ja alle so gesettelt und so sicher hier und so weiter. Im Alltag ist meines Erachtens schon alles verdorben inzwischen. Dadurch, alles verdorben geht vielleicht zu weit, aber sehr viel, dadurch, dass man sehen kann, dass sehr viele, die im Grunde willens sind einzuschreiben, überall auf Entsolidarisierung treffen, keiner macht mit. Es gibt ja auch diese U-Bahn-Experimente, kennen Sie vielleicht? Ja, ich weiß, ja. Und versteckter Kamera und so weiter. Oder dass dann sofort ganz drastisch eingegriffen wird mit Waffengewalt, also verwendet wird.
entgegenzuhalten oder schnell die Hilfe in die Hände bekommen müssen, um diese Menschen daran hindern müssen, diese Spiele noch zum Ernst werden zu lassen. Also ich denke, es ist schon, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe öfter eingegriffen und war ganz alleine und ich habe mich oft sehr gefährdet gefühlt und bin vielleicht sogar angstkrank geworden zum Teil dadurch, was ich erlebt habe. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin jemand, der in diesem Land gerne ist, weil ich viele andere auch schon mal früher durch Besuche kennengelernt habe und auch zu diesem Land steht. Aber ich stehe nicht zu dieser absoluten ausdifferenzierten Solidarisierung, die hier stattfindet. Wo jeder sozusagen sein Anwalt, sein Psychotherapeut, sein Psychiater neben sich haben muss, um überhaupt hier noch einigermaßen beizukommen. Das möchte ich im Grunde genommen nicht. Aber das ist längst geschehen, aus meiner Sicht, das behaupte ich. Ja. Ich finde, darüber reden Sie sehr wenig, also praxisbezogen. Sie sprechen mit so Versatzstücken immer wieder mal an, so und so und so und so, aber Sie gehen eigentlich nicht tiefer drauf ein, als Sie sagen, wir müssen auch ein bisschen so als Prävention betreiben, zum Beispiel. Kurze Zwischenschau, wir haben hier natürlich die Vorteile eines Juristen gehört, eines Staatsanwaltes, der nicht ein Soziologe, der nicht ein Psychologe, der nicht ein Historiker gesprochen. Natürlich haben Sie nicht Unrecht, dass Sie auch solche Dinge einfordern, weil bei einer Präsentation, bei einer Analyse solche Elemente auch einzubeziehen sind. Und ich sage Ihnen, dieses Thema, in dieser Komplexität, müssten wir hier in einem Symposium erfahren, mit diesen Fachleuten aus diesen verschiedenen Fächern. Insofern sollten wir auch unseren Referenten, können ihn kritisieren, klar, und kritische Fragesteller auch nicht überfordern. Das ist eine Perspektive, aber Sie haben mit Ihrer Wortmeldung. Ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass Sie ihn damit überfordern. Nein, nein. Ja, ich will mal einen Satz lesen dazu sagen. Sie sprechen etwas an, was wir jeden Tag tun, was wir nicht alleine. Aber da kann ich Ihnen sagen, da gibt es ja auch kein Kündigungsrecht. Die Frage ist für jeden Einzelnen ja zu stellen. Schreibe ich ein, sage ich etwas, gefährde ich meine körperliche Unversehrtheit, wenn ich das tue, das muss ich sehen. Weil es ist ja nicht sozusagen der normale Bürger, der einem dagegen übertritt, sondern jemand, der ohne Probleme jemanden, ich sage mal, die Zähne ausschlägt, den Kiefer bricht und vieles andere mehr. Oder reintritt und am Ende sind sie ein Opfer wie in der U-Bahn in München oder was auch immer. Und deswegen sagt die Polizei, und die haben ja viele Präventivprogramme in diesem Bereich vorgelegt, ich kann das jetzt nur ganz kurz antippen. Die Polizei sagt, um Himmels Willen, man sollte im Grunde sich nicht selber gefährden, das macht überhaupt keinen Sinn. Am Ende ist man Opfer, man muss aber alles tun, damit sozusagen die Eskalation nicht weitergeht. Und deswegen soll man Blickkontakt zu anderen Fahrgästen und man soll sie laut ansprechen und muss sagen, also können Sie mir hiermit helfen? Die Frage ist natürlich, wenn Sie jetzt sozusagen keinen angucken, das ist ein altes Mittel. Aber verstehen Sie mal, das haben alle schon hinter mir, was Sie da sagen, das klappt doch gerade nicht. Ja, ich sage mal, aber mir wird aber auch nicht angeboten werden können. Das ist es. Das wird es nicht gehört. Außer das kennt alles mehr als genug, was Sie da sagen. Entschuldigung, wenn ich das nicht sage. Aber das klappt ganz überwiegend nicht. Ich kann sagen, nicht nie, kann ich auch sagen. Aber es klappt sehr überwiegend nicht. Es gibt genug Beweise dafür, dass es nicht klappt. Es ist ja und jetzt, nein, jetzt haben wir was. Jetzt haben wir was. Wir könnten das Ganze unheimlich entschärfen. Ich gehe da wieder so wie früher, weil zwei Leute in der Bahn mitfahren lassen. Wir könnten überall so ein bisschen mehr Personal, ein bisschen achten auf bestimmte Sachen wieder einstellen, dann hätten wir im Alltag besseres Klima. Das, da möchte ich mal anführen. Die Überwachungskameras in Hildesheim gerade führen solche Geschichten. Ja, die taucht jeder auf. Massiv Polizeipräsenz und schon sind wir wieder beim Polizeistreifen. Also man muss da auch Kündigung durchführen. Also, sie sagen zwei Leute in der Bahn. Ich meine, in den Flugzeugen, das werden Sie vielleicht mal gehört haben, gibt es kein Marschress. Zwischen diesen sozusagen zivilen Unerkannten. Niemand weiß, ob welche in diesem Flugzeug sind, wo er vielleicht etwas plant. Es kann sein. Es kann aber auch sein, dass sie nicht da sind, weil zum Beispiel das, was man GSG 9 nennt, also Bundespolizei heutzutage, die werden ausgebildet an Rümpfen von bestimmten Flugzeugen. Also da läuft enorm viel an Arbeit. Nur, die sind auch nicht in jedem Flugzeug drin, weil man gar nicht so viele Leute hat. Und wer jetzt sagt, so schön das ist, es sollte in jeder Straßenbahn, in jedem Bus, sollte ein oder zwei solche Leute sein, dann muss man sich fragen, kann sich das ein Betrieb wie, weiß ich, das Verkehrsunternehmen XY leisten? Da kommt, ich sage mal, der nächste Einwand seitens des Unternehmens. Ich sage mal, so wünschenswert das wäre. Es gibt Dinge, die werden wir wahrscheinlich genauso wenig, ich sage mal, vermeiden können, wie wir Kriminalität sozusagen auf Null reduzieren. Das ist ja
generell nicht möglich. Also wer da als Politiker so etwas verspricht, der ist im Grunde jemand, der grobfahrlässig etwas Falsches sagt oder sogar vorsätzlich. Ich will mal ganz allgemein sagen, wer als Politiker einem verspricht innere Sicherheit, der wird auch mehr Gehör finden, so wie Sie es ja auch sagen. Wenn da einer kommt und sagt, ich verspreche euch innere Sicherheit, ich tue alles dafür, das, ohne zu sagen, wie, nicht? Aber ich mache es. Der hat auch mehr Chancen gewählt zu werden, als wenn einer kommt und sagt, ich werde die Freiheitsrechte verteidigen. Ich werde dafür eintreten, dass sie nicht beeinträchtigt werden, dass der Bürger sozusagen seine Freiheit stärker spürt. Ich möchte erleben, dass der größer Wert gewählt wird, als der, der Sicherheit verspricht. Das ist auch eine Frage, wie reagieren wir ganz persönlich auf solche, ich sage mal, populistischen Äußerungen. Ja, ist ganz klar, dass ich sage, ich darf eine Einladung machen. Das darf aber nicht dazu führen, dass derjenige, der sich die Sicherheit leisten kann, sozusagen so argumentiert, wie Sie jetzt gesagt haben, im intellektuellen Sinne, also die Freiheit, die Gastfreiheit weiter verspricht. Und der andere ist dann der Angstkranke oder der Angstneurotische, der noch fühlt, dass überhaupt draußen ist, aber er darf nicht mehr sagen und fühlt sich dadurch noch mehr geängstigt. Weil die Polizei dann sagt, wieso, da können wir ja neben jeden Bürger einen Polizisten stellen. Ja. Und dann kommen gleich immer diese extremen Äußerungen wieder. Beides brauchen wir. Wir brauchen das ganz normale System der 60er Jahre. Das Problem ist, es ist nicht umsetzbar aufgrund einfach mehr. Ich behaupte, es ist umsetzbar. Könnte ich den Kram ja auch zeigen, das geht nicht. Na gut, also ich bin nicht überzeugt, aber Sie müssen, also ich sage mal, in der Kommune müssen Sie, in den Unternehmen müssen Sie sagen, mach das mal, aber ich fürchte, da stößt man sehr schnell sicher. Ich habe jetzt noch zwei Fragen und unser Referent ist darf Ihnen solche Dinge schon fast die ganze Zeit seines Vortrages schon zufügen. Das ist ein zweiter Teil geworden. Nochmal Sie, bitte. Ja, ich wollte eigentlich kurz darauf antworten. Es geht schon, also ich wohne in Singapur, ich bin gerade studiert. Singapur ist eigentlich so ein halb demokratisches, halb autoritäres Land, wo die Gesetze richtig hart sind, es gibt noch die Stabile. Und man hat ziemlich Angst vor dem Gesetz. Man weiß, was passiert, so eine kleine Schlägerei, die Sie angesprochen haben, würde einen jungen Menschen 7 Jahre kosten, Minimum. Also auf einmal. Und dadurch, dass dort die Gesetze existieren, gibt es diese Art von Gewalt, die Sie darstellen, gibt es dort überhaupt nicht. Es gibt, also ich wohne da seit 13 Jahren, es gibt keinen einzigen Moment, wo ich mich mal unsicher. Überall irgendwo man gefühlt hätte. Aber das geht, probieren wir das hier. Das ist die Frage. Genau. Da müssen Sie, da muss man vielleicht noch. Da fragen Sie meine Mutter. Genau. Sie meine Mutter, der Sohn hat sich bemüht und kriegt 7 Jahre. Die hat gesehen, die sagt, das ist in Ordnung, dass der Junge 7 Jahre kriegt. Also ich wollte das nicht, zusprechen, ich wollte sagen, will man das? Es gibt mir natürlich. Mal in eine andere Richtung, um davon wegzukommen, weil das klar ist, dass das Thema mich nochmal, was wir jetzt nicht mehr so. Aber ich habe den Eindruck nach wie vor, dass der Staat sich sehr schwer tut, politisch motivierte Taten als politisch motivierte Tat zu werten und dann auch wirklich von politischen Häftlingen zu sprechen. Hat man sich in den 70ern schon schwer mitgeteilt, tut man sich heute noch schwerer. Warum ist das Ihrer Meinung nach so? Ja, das will ich jetzt sagen. Weil, wenn man sagen würde, politischer Häftling, dann hat das immer so diesen Beigeschmack, man wird bestraft wegen irgendwelcher politischer Taten. Die hat man ja nicht begangen. Nein, man wird nur bestraft wegen einer Straftat, die nach dem Strafgesetzbuch eine Straftat ist. Das heißt also, wenn jemand mit welcher Motivation auch immer jemanden tötet, dann hat er entweder einen Totschlag begangen oder einen Mord. Natürlich spielt in dem Verfahren, wo das erörtert wird, eine ganz große Rolle, welches Motiv war es. Und das wird dann auch angesprochen, wenn es denn herausgefunden werden kann. Ich gebe Ihnen aber in einem Punkt recht. Also, wie gesagt, es ist ja strafbar, es ist nur die Tat, nicht das Motiv. Das Motiv ist nicht strafbar, nur die Tat. Also das erfüllt den Straftatbestand XY. Aber es kann natürlich sein, wenn zum Beispiel Fremdenhass eine Rolle spielt, dann könnte es in die Richtung niedrige Beweggründe gehen. Also wenn es um ein Tötungsdelikt geht. Also mit anderen Worten, da haben wir jetzt schon die Frage, ist es nicht nur Totschlag, könnte es nicht auch Mord sein? Nämlich, das hat der Bundesgerichtshof inzwischen mehrfach entschieden, da waren die Gerichte damals noch sehr uneins. Bei den Einwürfen von Brandsätzen im Schlafzimmer. Da ist heute ganz klar, dass jeder sich vorstellen wird, was die Folge ist, wenn es da zu einem Brand kommt nachts, dass die Menschen nicht rauskommen, dass sie sozusagen gar keine Chance haben und dort also zu Tode kommen, dann ist das eben ein Mord und nicht nur eine Brandstiftung. So, das ist sozusagen eine Entwicklung, die musste erstmal kommen. Da haben viele Kritiker damals gesagt, die Justiz ist da so ein klein wenig zurückhaltend.
Inzwischen möchte ich Ihnen sagen, haben wir ja sogar immer noch Probleme mit der Einordnung der Toten. Allein, wenn man die Frage stellt, wie viele Tote sind durch rechtsextremistische, jetzt komme ich wieder auf rechtsextremistische Gewalt, seit Ende der DDR, also seit Gesamtdeutschland gibt, zu beklagen. Antwort, die offizielle Zahl liegt etwa bei 30. Also die offizielle, die sozusagen immer statistisch Niederschlag findet. Die inoffizielle liegt bei 130, das heißt 100 mehr. Und genau da ist die Frage, wie kommt denn das? Und die Antwort lautet, weil das liegt auch manchmal bei den Gerichten. Sie die Tat feststellen und wenn es dann um die Frage geht, ja, hat denn der jetzt eine Mitgliedschaft irgendwo, dann sagt er, nee, ich bin nicht Mitglied in den Jugendnationaldemokraten, ich bin nicht Mitglied in der und der Organisation, aber er steht Ihnen nah oder er steht Ihnen zumindest gedanklich nah. Das reicht aber im Grunde auch aus, aber die Frage ist, wenn er das nicht sagt, dann sagen das viele, ich habe mit dem nichts zu tun, ne? Also ich habe das so gemacht. Und dann, obwohl es nahe liegt, wird es nicht festgestellt und damit geht es nicht in die Statistik rein als eine politisch-extremistische motivierte Tat. Das ist das Problem der Statistik. Also die inoffizielle halte ich persönlich für die richtige. Ich hätte Sie jetzt natürlich gerne aufgrund meines Jahreseinwurfs in die Richtung des Terrorismus der gerne mal gedreht. Ja. Aber es ist offensichtlich. Ja. Nein, also die RAF war kein Also da muss ich sagen, das war natürlich Propaganda der interessierten Seite, das als politische Häftlinge zu bezeichnen. Wir sind die politischen Gefangenen dieser BRD, das ist ja ein solcher Schwachsinn, die sind nicht... Christian Klar ist verurteilt wegen 9 Morden. Brigitte Mohnhaupt ist verurteilt wegen 9-fachen Mordes. Ich meine, das ist doch gar keine Frage. Wenn da Alfred Herrhausen, dessen Tat übrigens gar nicht aufgeklärt ist, 1989, in die Luft gesprengt wird mit einer Sprengfalle, mit einer Lichtschranke, dann ist das Mord an einem einzelnen Menschen. Man muss sich mal überlegen. Es gibt einen wunderbaren Titel eines Buches von Anne Siems. Die hat geschrieben, der Titel hat, da steht alles recht drin, für euch... Es geht um den Vater. Für euch war er das System, für mich der Vater. Nicht das System. Rudi Dutsch ist ein Satz von damals, die Charaktermaske. Da hat man den Menschen gar nicht mehr gesehen. Das ist eine Charaktermaske. Das ist jemand, der ist in der Schublade des kapitalistischen oder imperialistischen oder ich weiß nicht was für ein System. Und deswegen darf ich den umbringen. Deswegen darf ich Carsten Rohwedder umbringen, weil er für die Treuhand tätig war. Deswegen kann ich umbringen einen Ingenieur, der bei Siemens arbeitete, Beckhorst, auch mit einer Lichtschranke, mit so einer Bombe. Der Mercedes wurde zerfetzt. Deswegen kann ich, ich weiß nicht, welche Schleier, ja, Schleier nicht so vergessen, Ponto. Nicht? Also Ponto wurde erschossen, nicht weil man ihn erschießen wollte, sondern weil man ihn entführen wollte. Aber wenn er entführt worden wäre, wie Schleier, und der Staat wollte nicht erpressbar sein, und Schmidt stand auf, war auf der Gratwanderung, das war ja eine unglaubliche Gratwanderung für einen Kanzler. Mit Schleier war er sogar befreundet, nicht? Also das heißt wegen der Institutionalisierung. Da hat Schmidt aber damals sich entschieden für die Staatsräson, so bitter das ist. Man muss sich mal vorstellen, dann sitzt man gemeinsam mit der Witwe Schleier in der Kathedrale und dann war der Kanzler, der wollte in Deutschland, hat entschieden, der Staat darf sich nicht erpressen lassen, weil wenn wir jetzt nachgehen, dann heißt das ja, jeder, der entführt wird, wird freigekauft und Gefangene werden freigelassen und vieles mehr. Und da muss man dann wieder sagen, es ist dann ganz witzig, dass ein Politiker damals, ich weiß nicht mehr welcher das war, gesagt hat, wenn ich mal entführt werde, bitte ich darum, dass die Bundesrepublik nichts tut, dass ich freikomme. Schmidt selber. Ja, das hat Schmidt selber gesagt. Aber ich meine, es war ein anderer. Und da ist ja die Frage, bei Schmidt weiß ich es nicht, glaube ich auch eher weniger. Aber es gab jemanden, der hat es auch gesagt. Und da hatte man nachher das Gefühl, der sagt das nur als Entführung. Hat ganz weg. Also nach dem Motto, es lohnt sich doch gar nicht. Nicht? Also ich lasse mich ja gar nicht. Ich will ja gar nicht ausgetauscht werden. Nein, das ist eigentlich eine ganz schwierige Entscheidung. Und aus dem Grunde, weil sie Menschen getötet haben, sind sie wegen Mordes verurteilt worden zu lebenslanger Freiheitsstrafe und nicht, weil die Motivation war, dass es so oder das war. Ich das eine das andere dann aus, weil das wäre, würde das eine das andere ausschließen, wenn man jetzt sagt, das ist ein politisch motivierter Mord, wäre das dann niedriger kommt es auf den Fall an, aber es spielt für das Strafmaß keine Rolle, weil wenn ich jemanden töte mit gemeingefährlichen Mitteln, das ist übrigens das Mordmerkmal, das da zählt, nicht die Einbrüche, nicht die Ausnutzung der Akkordeonlosigkeit, also nicht Raubmord oder was, es ist im Grunde eigentlich das mit gemeingefährlichen Mitteln töten. Es kann auch sein, dass es die niedrigen Gewichtspunkte sind, könnte man sagen, aber ich glaube eher mit den gemeingefährlichen Mitteln.
Also von daher haben wir alle Mordmerkmale, die wir prüfen können und deswegen auch nicht die Anerkennung als politischer Gefangener. Das wollte die RAF gerne haben. Wir sind die politischen Gefangener dieses Systems. Mittlerweile hat der Gesetzgeber sogar nachgebessert, dass er gesagt hat, wer sich ja, absichtlich in den Gefahr gegeben hat. Und das ist nachweislich, dass die Kosten des Rückkaufens bzw. Ach so, ja, wenn das bei Entführung im Ausland nicht. Ja, das ist normal. Also da wird man dann zwar nicht für alle Summen, die ausgegeben worden sind, zur Kasse gewinnen, aber für einen Teil. Also da können dann plötzlich 12.000, ich glaube, für die in der Wüste entführten, 12.000 war das dann, das ist mal weit nicht das, was das gekostet hat. Aber man wird eben auch ein bisschen, ja, natürlich ist ein Aufwand in der Stadt. Kaporn etc. Ja, also ja, wird jedenfalls stärker praktiziert als früher. Es gibt noch eine Frage, die ich bitte kurz zu stellen. Bitte. Kurz. Und zwar wollte ich noch Freunde sagen. Kurz eine Frage. Nee, das dauert nicht lange. Und zwar die Bundesregierung, die Landesregierung und die große Allgemeinheit. Die spricht für Mitteldeutschland oder für Mitteldeutschland und was die neuen Bundesländer sind, im Ostdeutschland. Das ist doch die Weggabe unserer Ortsgebiete sozusagen. Und da tun wir die Rechtsextremisten ranziehen. Denn die Rechtsextremen, die wollen doch, dass wir die Gebiete mal wiederkriegen. Und wir natürlich auch Friedrichen wegen natürlich. Nicht wegen Parteien, die jetzt da wohnen. Aber das einzige Ostdeutschland, das ist doch das, was hinter der westlichen Grenze, hinter Hohen und Neiße ist. Lass doch mal das. Und dann das Folgendes, dann tut zum Beispiel der Amtsarzt hier vom Landkreis, der tut mich ja auch als ausländerfeindlich bezeichnen. Nicht bezeichnen, aber Frage, und zwar, Frage. Weil er mir zum Beispiel gesagt hat, ich durfte nicht Auto fahren und die Ausländer dürfen Auto fahren. Da habe ich doch als Deutscher mehr Recht, Auto zu fahren, als wie die Ausländer. Ich habe Frage zu stellen und keine Kommentare. Obwohl ich nicht gut Alkohol fuhr und auch nicht Verkehrsunfall gemacht habe. So, Dankeschön. Eine kurze Bitte noch. Ja. Ich werde Ihren Vortrag das ist irgendwie unvollständig. Ich würde mir auch wünschen, eine Nachfolgeveranstaltung zu haben mit den Soziologen oder Geschichten, wo man das mal vertiefen kann und sehen, wie die Potenziale verändern die auf der Geschichte und wieso und warum. Also da sprechen wir etwas an, was in der Tat von mir auch vernachlässigt worden ist, was man natürlich einbeziehen könnte. Ich will es jetzt im Einsatz sagen. Die Größenordnung, die Dimension von Rechts- und Linksextremismus hat sich ja in einem gewissen Zeitraum auch der Bundesrepublik sehr stark gewandelt. Also wir hatten vor ein paar wenigen Jahren noch ein Potenzial von allein Rechtsextremismus, das lag bei über 50.000 gezählt jetzt. Mehrfach Mitgliedschaften wurden abgezogen. Das heißt also, es war immer so eine Größe von 52.000, die man auch in den Verfassungsschutzberichten lesen konnte. Inzwischen ist das Potenzial runtergegangen auf 31.000. Das heißt also, das ist im Augenblick so etwa die Zahl. Das liegt daran, dass die NPD immer weniger geworden ist. Das liegt daran, dass die Republikaner praktisch auf null gefahren sind. Das liegt daran, dass auch die DVU nur noch statt der 22.000 7.000 hat. Das heißt also, die neonazistischen Kameradschaften und alles, was sozusagen da auch noch zugesetzt wird, damit wir mal die Verästelung sehen, das alles war in früheren Zeiten durchaus viel stärker vorhanden, als es jetzt der Fall ist. Und das ist auch eine Entwicklung, die muss man sehen. Da gibt es natürlich auch Erklärungen, da gibt es eine ganze Reihe von Ursachenforschungen, die ich jetzt also auch in der Tat nicht erwähnt habe. Ich habe vorhin nur gesagt, die NPD war schon mal zu einer Zeit vor 40 Jahren viel, viel größer, als sie jemals danach gewesen ist. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ich denke, das zeigt auch ein bisschen die Stärke doch der Demokratie. Und wenn ich noch ein letztes sagen darf, im Grundgesetz haben wir eine neue Präambel. Und da steht drin, dass wir jetzt das Deutschland sind in den Grenzen vom 3. Oktober 1990. So ist das.